Leute, letztens sind wir hier stehen geblieben, ne? So, genau. Ich hätte erstmal non-binary gesagt, weil es nicht erwähnt wird. Kann auch sein. Ich weiß es auch nicht, ne? Ist ja auch, ich, ey, ist auch scheißegal, ne? Das spielt auch gar keine Rolle. So, also, meine Putzels, ich werde euch kurz, kurz erklären. Oh, nee, ha. Nee, wir haben gegen Undyne gekämpft, oder? Haben wir gegen Undyne gekämpft? Nee. Haben wir gegen Undyne gekämpft? Der heulende Wind ist nur noch eine Brise. Das gibt Entschlossenheit. Doch, haben wir. Wir haben gegen Undyne gekämpft. Das war einer der, einer der Endbosse. Genau, genau. Wir haben gegen Undyne gekämpft. So, und jetzt sind wir wieder da. So wolltest du... Stimmt, ich wollte die anderen besuchen. Genau, ganz kurz. In diesem Spiel geht es darum, nämlich, weil, wie gesagt, wir sind in den Berg reingeflogen und wir sind gerade in diesem Berg, wo die Monster gegen die Menschen gekämpft haben und die Monster wurden in den Berg eingesperrt, ne? Und deswegen mögen uns die Monster auch nicht, weil die mögen keine Menschen, weil die haben ja Krieg geführt gegen die Menschen. So, und jetzt haben wir gerade gegen eine Leibgarde von einem König gekämpft wir haben aber gemerkt, dass wir als Mensch gar nicht so böse sind, denn nämlich in diesem Spiel musst du die Monster nicht töten. Du kannst in diesem Spiel mit den Monstern reden. Und das ist eine sehr schöne Geschichte, weil du killst in jedem Spiel, killst du die Monster, aber nicht hier. Du kannst in dem Spiel die Monster töten oder du redest mit ihnen. Und je nachdem, was du machst, hat das Auswirkungen auf den weiteren Spielverlauf. Wir machen den sogenannten Pazifist Run. Wir töten niemanden, wir reden mit den Monstern und haben dann noch andere Dialoge. Und wie gesagt, auch diese anderen, dieser Kämpfer, diese Leibgarde, hat dann gesagt, okay, ihr Menschen seid gar nicht so böse, ich lade dich mal auf ein Date ein. Na, so, also, haben wir damals Informatik gespielt. LKW-Mechaniker, vielen Dank für 11 Monate. Und jetzt wollten wir diese anderen besuchen. Der Weg ist ja versperrt, weil wir noch in die Mülldeponie gefahren sind. Genau, so, aber es ist eine Kiste. Sie soll verschoben werden. Hä, soll ich die jetzt verschieben? Okay, dann nicht. Okay. Hallo, liebe Schatz, wie geht's dir? So, warte mal, wer ist denn der da? Der, so schaut die Uhr rein, wenn ich alle Brünos fress. So, vielleicht daten wir jetzt anderen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zu anderen. Aber wo war Undyne? Bah! Die Monster von heute schätzen nicht mehr, was Rätsel so toll macht. Heutzutage sind Rätsel nur noch aus Lasern und bewegten Felsen. Bah! Das ist keine Kunst mehr. So ein hirnloser Ramsch. Es ist nur zeitbasiertes Zeug. Gib mir etwas, das meine Hirnzeit zutiefst in Anstrengungen versetzt. Du bist jung. Du hast noch Hoffnung. Geh, hier, versuche dieses Schieberätsel zu lösen. Welches Schieberätsel habe ich jetzt bekommen? Was? Was machst du? Du schiebst es total falsch. Bah, vergiss es. Diese Generation ist wirklich hoffnungslos. Dankeschön. Sehr schön. Okay. Okay, so. Wir gehen weiter. Wir gehen runter. Wo ist denn die Undyne? Ich muss jetzt zurückgehen, gell? Wir wollen die Undyne daten. Und dann muss ich zurückgehen. Wisst ihr, wo die Undyne ist? Marino Lucht, da ist sie doch, die Hübsche. Wo waren denn jetzt nochmal die Undyne? Weiß das noch wer von euch? Hallo Demozock, hallo Edgerts. Würdest du denn nochmal irgendwann einen bösen Durchlauf machen? Genau, wir machen jetzt den guten Run und es gibt diesen bösen Durchlauf auch. Und den bösen Run würde ich auch gerne machen. Den bösen, wo wir alle töten. Den würde ich euch auch nochmal gerne zeigen. Auf was spielt Pulsi das Spiel zu sein? Auf PC. In diesem Fischhaus, oder? Ja, aber wie komme ich dorthin? Das ist die Frage. Muss ich zurücklaufen? Nicht cool. Muss ich zurücklaufen? Die Musik ist super. Bei Napster Block. Muss ich jetzt zurücklaufen? War die nicht bei Napster Block? Ah, muss ich jetzt zurücklaufen den ganzen Weg? Werner Björn, da ist er doch der Schönste. Muss ich jetzt wirklich den ganzen Kackweg zurücklaufen? Weil darauf... oder muss ich? Nee, kannst auch das Boot... Nicole, wo ist das Boot? Wo ist das Boot? Konntest du nicht an irgendeiner Stelle abstürzen? Wo ist das Boot? Es gibt soweit ein Boot. Genau, wo ist das Boot? Wo ist denn das Boot? Wo ist denn das Boot, Chat? Ich will nur wissen, wo. Lauf mal wieder vor. Da oben vielleicht? Nee, warte mal. Nee. Aber beim Kauf steht nichts von Deutsch. Und das ist eine... Yoshida, du musst dir den Patch runterladen. Google Undertale Deutsch Patch. Und dann musst du das installieren. Lauf mal wieder vor. Einfach weiterlaufen und dann runter im Bildschirm. Yoshile, also da nach links oder wie? Pantalamo links jetzt laufen oder wie? Hallo Lilo, nach links laufen? Super, thanks, ja. Ist keine offizielle Übersetzung, aber sie funktioniert wunderbar. Hoch. Da, wo du mit der Schildkröte redest, dann runter. Wo ist die Schildkröte? Hoch, okay, ich gehe mal hoch. Also wenn der Pantalamo sagt hoch, dann gehe ich hoch. So.
Da musst du hoch. Gut, gehe ich hoch. So. Hallo, Mariluch, wie geht's dir? Controller Topfenkulatsche beginnt, jetzt bin ich da. Was macht der Topfenkulatsche? Hallo, ihr großartigen Götter. Die Letter, jetzt wissen wir mal, warum es jetzt. Wie geht's damit, Schatz? Wo muss ich denn hin? Darunter? Hotland. Ja, ja, gut, aber wie komme ich da? Hey, Leute, ich bin schon wieder da. Da weiter, oder wie? Da ist dieser Fluss, wo ich hin muss. Oder? Der spielt jetzt gerade Avengers. Der kleine Superheld, oder wie? Da lang? Zurück, weiter. Willkommen in Hotland. Willkommen erstmal weiter. Willkommen, wir sind jetzt in Hotland. Oh, da ist aber gruselige Musik. Zum Glück bin ich da nicht. Weiter, ich gehe weiter. Ah, hallo. Wie geht's dir? Okay. Ich war durstig. Also bin ich vom Wasserfall drüben hergekommen, um zu trinken. Danke für die Information. Gut. Ah, oh Gott, da muss ich lang. Genau, da. Der Anblick eines eigenartiges Labors in einem Ort wie diesen. Du bist erfüllt von Entschlossenheit. Dich zu sehen macht mich wunschlos glücklich. Und dann auch noch diese tollen Leute. Der Nett, wir haben die schönste, wir haben die süßeste Community, die haben wir. Ne? Ah, da ist er doch, der Fernmann. Da ist er doch. Genau, mit dem müssen wir reden. So. Tralala, ich bin der Flussmann. Oder die Flussfrau. Es ist nicht weiter wichtig. Ich liebe es, mit dem Boot zu fahren. Möchtest du mitfahren? Im Boot mitfahren? Ja, natürlich. Marina Lurch, bring mich, wo die Sonne blüht. Waterfall oder Snowdin? Leute, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo ist denn das Date? Wir müssen zur anderen gehen. Wo ist denn das hin? Wo geht es heute? Snowdin oder Waterfall? Waterfall. Waterfall. Deletri, du bist einer der süßesten überhaupt. Wo kommst du denn her, mein Schatz? Waterfall. Dann gehen wir nach Waterfall. So. Was singt uns die Marina Luch jetzt denn etwa vor am Boot? Tralala. Ich hätte heute ein paar Millionen mal mehr Hosen anziehen sollen. Das könnte sein ein Zitat von meiner Freundin von der Noah. Weil der ist immer kalt. Oldi, warum kennst du dich aus, Oldi, in den Spielen? Weil die sagt, Waterfall. Komm doch mal vorbei, tralala. Ne, Ricky Zart hat einen schönen Bart. Ah, da sind wir doch schon. Warte mal, Anden ist links, glaube ich, links oben. Ne? So. Oben, ich muss, glaube ich, darauf. Warum ist der immer kalt? Weil Frauen generell kalt ist. Warum? Weil Frauen eine dünnere Haut haben. Da können Frauen gar nichts dafür, aber Frauen haben eine dünnere Haut als Männer, um ein paar Prozent, und deswegen ist denen eher kalt als Männer. Anteil ist wirklich cool. Es ist ein super. Da ist er doch! Da sind wir doch! Da wird doch jetzt gedatet! Da. Was? 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 Ich lebe hier! Hallo? Ah, hallo! Oho! Der Mensch kommt an! Bist du bereit, mit mir und allein abzuhängen? Ihr beide werdet tolle Freunde werden! Willst du abhängen? Natürlich will ich abhängen. Na klar, ich häng doch immer ab! Mit meinen Freunden! Okay, bleib hinter mir! Psst! Stell sicher, dass du ihr das hier gibst. Sie liebt diese Dinger. Ich geh rein. Oh. Hallo, Andein. Hi. Hi, Papyrus. Bereit für unser privates Zusatztraining? Darauf kannst du wetten. Und ich habe einen Freund mitgebracht. Wir haben gegenüber sie gekämpft übrigens, gell? Hi. Ich denke nicht, dass wir uns schon... Warum kommt ihr beiden nicht herein? Oh, ich glaube nicht, dass sie sich freut, dass wir uns sehen. Eine schöne. Oli, du auch. Oli, du auch, mein Schatz. Einer der schönsten. So, oh, da sind wir jetzt. Hier, Andein. Mein Freund hat dir dieses Geschenk mitgebracht. Danke. Ich lege es einfach zu den anderen. Oh, immer dasselbe. Okay. Sind wir bereit anzufangen? Oh jemine, ich erinnere mich gerade, ich muss ins Badezimmer. Habt Spaß, ihr beiden. Bist du deppert? Ein neuer Subscriber. Sehr unauffällig. Das war auch ich damals, wenn meine Situation bei meiner ersten Freundin zu unangenehm wurde. Schnell weg! Valyriana, vielen Dank für 2 Monate. Dankeschön, mein Schatz. Also, warum bist du hier?
Möchtest du mir deinen Sieg unter die Nase reiben? Mich noch weiter demütigen? Ist es das? Nein. Warum bist du dann hier? Warte, ich habe es. Du meinst, dass ich mich mit dir anfreunden werde, was? Richtig? Ja. Ja, oder kommt das immer doch freundlich? Sparta, Marta, Lilo, Emilion, Ilema, vielen Dank für eure Follows. Dankeschön. Heiliges Blech, das ist alles aufregend. Jetzt geht's los. Niemals? Hä, natürlich, Freund. Natürlich. Leute, wir sind doch freundlich. Wir sind doch freundlich. Mit Jimmy, mit euren Freunden. Ey, wirklich? Wie entzückend. Ich nehme an. Lass uns alle freundschaftlich herumtanzen. Nicht! Warum sollte ich mich jemals mit dir befreundet sein? Wenn du nicht mein Gast wärst, hätte ich dich längst vermöbelt. Du bist der Feind unserer Hoffnung und Träume. Ich werde niemals deine Freundin sein. Und jetzt verlass mein Haus. Oh, verfliegst? Wie schade. Ich dachte, anderen könnten mit dir befreundet sein. Aber ich habe sie wohl überschätzt. Sie ist der Herausforderung wohl nicht gewachsen. Herausforderung? Papyrus, warte mal. Verdammt. Er denkt, ich könnte nicht mit dir befreundet sein. Was für ein Witz. Mit einem Verlierer wie dir könnte ich mich immer anfreunden. Ich zeige es ihm. Hör zu, Mensch. Wir werden nicht nur Freunde. Wir werden beste Freunde. Du wirst mich sehr mögen müssen. Du wirst an niemanden anderen mehr denken. Puh, das ist die perfekte Rache. So, hallo Laria, schön, dass du da bist. Warum setzt du dich nicht hin? Date, Rascal Tommy, komm her. Kuss. Okay, bin nett und hin. So, warte mal, ist Papyrus noch draußen? Ich kann nicht glauben, dass er so aus dem Fenster sprang. Druck ist, hä? Normalerweise ist die Landung perfekt. Okay. So, okay, warte mal. Okay, ich schau mal, was hat er da in der Ecke? Die beste Grundlage. Hey, Herakles! Hallo, Edward! Die Menschen sind doof, aber ihre Geschichte ist wirklich toll. Paradebeispiel. Ich übersteuere gerade, oder wie? Okay, sorry. Paradebeispiel, dieses riesige Schwert. Menschen haben Schwerter, die 10-mal so groß wie sie waren, genutzt. Richtig? Nee. Falsch. Du Lügner! Ich habe Alfis Geschichtsbuchsammlung gelesen. Ich weiß alles über eure großen Schwerter, eure riesigen, elendbekämpfenden Roboter, eure übernatürlichen Prinzessinnen. Die Fuchsi, die reden von dir. Das Übersteuern hat's doch besser gemacht. Ui, sorry. Warte kurz. Ich mach kurz, ihr seht, ich hab einen grünen Rahmen um mich. Ich stell mal kurz hier. Wunderbar. So. Das Übersteuern hat gepasst. Okay, sorry. Hey, du kannst mich nicht zum Laden halten! Okay, so. Okay. Einer der schönsten Lieder. Ey, kann wer von euch Instrumente spielen? Wer kann von euch Instrumente spielen? Du willst mein Zimmer sehen? Zu schade! Hey, Nerds sind nicht erlaubt! Dann dürft's, Leute, ihr dürft's alle nicht rein. Tut mir leid, ihr dürft's alle nicht hinein. Leute, Nerds sind nicht erlaubt. Es tut mir leid. Leute, tut mir leid. Sorry, Flosch, Fla. Saxophon, wirklich wahr. Tut mir leid, keine Nerds. Tut mir leid. Naja, manche. Okay, ein paar von euch doch. Ich kenne Instrumente spielen. Wie frei, du Verrückte. Kann etwas Klavier spielen. Lara, spiel mir doch was vor. Naja, vielleicht manche Nerds. Okay. Also ein paar dürfen doch rein von euch. Was haben wir da? In der Spüle liegt eine Tasse in der Form eines Fisches. Der Ofen ist irgend so ein MTT-Spitzenprodukt. Aber weißt du, egal wie die Technologie auch voranschreitet, nichts schlägt mit Feuermagie von handgekochtes Essen. Es ist ein Silberbesteckkasten. Hier sind Gabeln, Löffel, Messer, kleine Schwerter, Äxte, Speere, Nunchakus. Heftig. Hallo Lena! Und spiel etwas Bass. Hallo Dr. Eule, spiel etwas Spaß, was? Ich hasse kaltes Essen. Also hat Alfis meine Kühlschrank auf Hitze umgebaut. Heißschrank, die tollste Erfindung auf der Welt. Wunderbar. So, okay, ich bin bereit für ein Date.
Aller Schrecken, hallo, schön, dass du da bist. Es ist eine Schande, dass Gronkh Andersen immer noch nicht gespielt hat. Du wirst nicht glauben, wie oft ich ihm das empfohlen habe und wie oft er es ignoriert hat. Es ist nett, dass du da bist. Warum setzt du dich nicht an den Tisch? Mach ich. So. Hinsetzen und weitermachen, natürlich. So. Gemütlich? Ich hole dir etwas zu trinken. Was macht sie? Das ist alles. Was möchtest du? Achso, warte. Hey, steh nicht auf. Du bist der Gast. Setz dich hin und hab Spaß. Warum zeigst du nicht, was du haben möchtest? Du kannst diesen Speer verwenden. Ah, was will ich haben, Chat? Was will ich haben? Zucker kommt in den Tee. Limo, übersüße gelbe Flüssigkeit. Heißer Kakao, grüner Zylinder, was will ich haben? Oder Teebox, offensichtliche Wahl. Was will man haben? Aggressive Freundschaft, das ist Gastfreundlichkeit. Was will man haben? Ey, Danki, bist du da? Kakao, alle wollen Kakao. Heißer Kakao, nehmen wir doch. Ja. Oh, du willst heißen Kakao? Warte, ich erinnere mich gerade. Der Behälter ist leer. Ich habe nichts mehr gekauft, weil es immer ein Ärgernis war. Die Marshmallows gibt niemand Eskos Badfest. Okay, Kaffee? Haben wir auch Kaffee? Limo? Zucker? Ich habe keinen Kaffee. Kakao, aber nur mit Salz. Teebox, deine. Orange me eat. What? Orange me give you. Lilo, I give you the orange. There is no orange. Okay, so, okay. Tee, was? Komm sofort! Oh, was kriege ich jetzt? Sprichst du so privat? Nee, im Spiel nur. Was komm hier? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Was kriege ich jetzt? Es dauert nur einen Moment, bis das Wasser kocht. Ich glaube, es kocht. Okay, er ist fertig. Hab mir gerade Kakao gemacht. Lass das schmecken, mein Schatz. Ich hab. Bitteschön. Okay, ich hab, glaube ich. Vorsichtig, er ist heiß. Er ist nicht so heiß. Trink schon endlich. Du nippst von dem Tee. Es brennt. Aber ansonsten ist er ziemlich gut. Er ist gut, was? Nichts als das Beste für meinen kostbaren Freund! Das ist ein awkward Date. Hey? Weißt du, es ist komisch, dass du diesen Tee gewählt hast. Goldblumentee. Das ist Asquas Lieblingssorte. Wenn ich so darüber nachdenke, erinnerst du mich ein wenig an ihn. Ihr seid beide total Weicheier. Irgendwie. Okay. Weißt du, ich war ein ziemlich hitzköpfiges Kind. Ich habe einmal versucht, Asko zu bekämpfen, um mich zu beweisen. Die Betonung liegt auf versucht. Ich konnte ihn nicht einmal treffen. Und viel schlimmer, er wollte mich zurückschlagen. Ich war so gedemütigt. Danach hat er sich entschuldigt und etwas Albernes gesagt. Entschuldige, möchtest du wissen, wie man mich besiegt? Ich sagte ja und von dem Zeitpunkt an trainierte er mich. Eines Tages habe ich ihn während meiner Übung endlich besiegt. Ich fühlte mich mies. Aber er strahlte. Ich sah noch nie, wie jemand so stolz drauf war, verhauen zu werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat mich weiter trainiert. Und jetzt bin ich die Anführerin der Königsgarde. Ich bin jetzt diejenige, die den Deppen das Kämpfen beibringt. Wie zum Beispiel Papyrus. Oh. Aber um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob ich Papyrus jetzt zur Königsgarde einlade. Aber sag ihm nicht, dass ich das erzählt habe. Er ist nicht schwach. Er ist sogar richtig zäh. Er ist einfach zu freundlich und unschuldig. Ich meine, sieh mal, er sollte dich fangen und hat sich letztendlich mit dir angefreundet. Ich könnte ihn nie in den Kampf schicken. Er würde zu kleinen, leckenden Splittern zackt werden. Das ist der Grund, warum
ich angefangen habe, ihm das Kochen beizubringen. Weißt du? Damit er vielleicht etwas anderes im Leben macht. Entschuldige, ich rede schon so lange. Du hast keinen Tee mehr, nicht wahr? Ich hole dir noch etwas. Sie ist eh ganz nett, oder? Warte eine Sekunde. Papyrus, seine Kochstunde. Er sollte sie genau jetzt haben! Und wenn er nicht dafür hier ist, musst du für ihn springen! Das stimmt! Nicht hat Papyrus um mich näher gebracht als das Kochen! Das bedeutet, wenn ich dir seine Kochübung überlasse, werden wir uns näher kommen als du endlich verdeckt! Puh! Angst! Wir werden beste Freunde werden! Dankeschön! Beginnen wir mit der Sorte! Sieh dieses Gemüse als deinen größten Feind an! Jetzt zerstampfe sie mit den Fäusten! Staub! Wie schlägst du zu? Stark oder schwach, Chet? Schwach oder stark? Putzt du mal Steiß wieder ein wenig. Das macht die ja auch. Irgendwie ist das Gefühl ein vollkommen anderes Spiel, als ich damals gespielt habe. Sagt ist doch nichts. Danke, du hast vielleicht die Leute umgebracht, nicht verschont. Stark. Alle sagen stark. Okay. Stark. Du schlägst das Gemüse mit voller Kraft und stößt eine Tomate um. Ja, ja! Unsere Herzen vereinen sich gegen diese gesunden Zutaten. Jetzt bin ich dran! Yeah! Wir kratzen es einfach später in die Schüssel. Aber jetzt! Jetzt kommen die Nudeln! Hausgemachte Nudeln sind die besten. Aber ich kaufe nur von einer Handelsmarke. Die sind am günstigsten. Ja! Leg sie einfach in den Topf. Wie legst du sie herein? Heftig, Chetty, vor heftig rein. Heftig rein! Ach, man kann auch Leute nicht umbringen. Danke, Shepard, das wird am Anfang des Spiels erklärt. Heftig, wir legen die heftig rein. Heftig. Junkie, schau noch zu, wirst gleich sehen. Du schmeißt alles mit voller Kraft in den Topf, inklusive der Verpackung. Bam! Es klatscht gegen den Boden. Ja, so ist es richtig. Alles klar, es ist Zeit, die Pasta zu rühren. Als Faustregel gilt, je mehr du rührst, desto besser wird es. Legen wir los. Rühre härter! 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 Ich rühre so fest ich kann! Lass mich mal ran! Puh, so macht man das! Alles klar! Zeit für den letzten Schritt! Dreh den Herd auf! Lass diesen Herd deine Leidenschaft ausdrücken! Lass deine Hoffnung und Träume in feuriger Hitze übergehen! Bereit? Halt dich nicht zurück! Halte rechts für mehr Hitze! Was rechts? Ich dreh voll auf! Ich bin voll am An. Hey, heißer! Ich dreh voll auf! Heißer! Verdammt! Ich dreh voll auf! Heißer! Warte, das ist zu! Kochst du das nach dem ersten Kochstream? Ja. Kein Wunder, dass Papyrus schlecht im Kochen ist. Ich glaube, wir haben zu heiß gemacht. Bin ich froh, dass Topfokolatsch aus sich zu kocht. Was jetzt? Basteln wir etwas? Freundschaftsanbänder? Wem mache ich eigentlich etwas vor? Ich habe es vermasselt, was? Ich kann dich nicht dazu zwingen, mich zu mögen, Mensch. Manche Leute kommen einfach nicht gut miteinander aus. Ich verstehe, wie du dich fühlen musst. Und wenn wir keine Freunde sein können, ist das in Ordnung. Denn wenn wir keine Freunde sind, kann ich dich ohne Reue vernichten! Nein! Ich wurde besiegt. Mein Haus liegt in Trümmern. Und ich konnte keine Freundschaft schließen. Das ist es. Es ist mir egal, ob du mein Gast bist. Ein letzter Kampf. Wir beide geben alles. Nur so kommt mein verlorener Stolz zurück. Komm schon, zeig mir, was du drauf hast. Ja! Danke. Jetzt könnte ich natürlich kämpfen, aber ich kann auch reden. Ich drück da drauf
Und jetzt rede ich mit ihr und ich mache einen Toyschieb. Ich greife sie nicht an. Toyschieb. Du tust so, als würdest du andein mit voller Kraft angreifen. Hab ich doch gar nicht. Hab ich sie doch geschlagen? Was? Mehr hast du nicht drauf? Selbst beim Angriff mit voller Kraft kannst du mich einfach nicht verletzen? Hallo, Aufgezieher, hallo, mein Schatz. Kannst du mich einfach so was? Weißt du was? Oh. Ich möchte dich auch nicht mehr verletzen. Erst habe ich deine zuckersüße Masche gehasst, aber diese Art, wie du gerade zugeschlagen hast, hat mich an jemanden erinnert, mit dem ich trainierte. Jetzt weiß ich, dass du nicht nur ein Verlierer bist. Du bist ein Verlierer mit einem großen Herz. Genau wie er. Hör zu, Mensch. Es scheint, du und Asgore seid dazu bestimmt zu kämpfen. Aber wie ich ihn kenne, will er das wahrscheinlich gar nicht. Rede mit ihm. Du kannst ihn bestimmt überzeugen, dich gehen zu lassen. Vielleicht fällt er ja ein böser Mensch runter. Wir sind kein böser Mensch. Danke, du warst böse. Ne? Und ich nehme stattdessen seine Seele. Macht Sinn, was? Oh, und wenn du Asgore verletzt, nehme ich die menschlichen Seelen, überquere die Barriere und mache dich fertig. Dafür sind Freunde doch da, richtig? Und jetzt nix wie raus aus dem brennenden Haus. Hallo, Prinz Killer. Oh no, das war witzig. Was? Wir müssen irgendwann mal wieder abhängen. Aber irgendwo anders. Wir gehen was essen. Oldi, du wirst es brauchen für eine neue Küche in dem neuen Kochschirm. Oldi, wir werden mit Leidenschaft kochen und dann mit zusammen am 1.2. Oldi, vielen Dank für deinen Support, mein Schatz. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön, Oldi. Danke, mein Schatz. Vielen Dank für 20 Euro, Oldi. Lass dich doch küssen, mein Schatz. Dankeschön. Vielen Dank. Oh, vielen Dank. Oh, danke schön. Vielen, vielen Dank. Danke, Oldi. Was mit dem Monster Girl? Hausfackel im Hintergrund ab, was für ein schöner Abend. Vielen Dank. Dankeschön nochmal. Danke, Oldi, mein Schatz. Danke für den Support. Danke für die Unterstützung. In der Zwischenzeit werde ich bei Papyrus sein. Vielen Dank nochmal. Dankeschön. Sim Monster Girl, wie geht's dir? Wenn du mich brauchst, schau doch in Snowdin vorbei, oder? Oh, und wenn du jemals Hilfe brauchst, ruf einfach Papyrus an, okay? Da wir beide am selben Fleck sind, werden wir bald helfen können. Hallo Sternchen, nun, man sieht dich nur auf Auge. Oh. Und jetzt? Kann ich jetzt rein? Oh, nee, ich kann nicht rein. Okay. Was? Was? Okay, was? Ich lebe hier. Achso, okay. Dankeschön, vielen Dank. Rip, putzes Küche im Voraus. Nein, die wird gut. Die wird gut werden. Der Kochstream wird euch leider, der wird euch die Herzen aus dem Leib reißen. Müssen wir jetzt nochmal zurück nach Snowdin oder können wir jetzt weitergehen an die Leute, die es wissen? Das will ich gerne wissen. Können wir jetzt zurückgehen oder weiter? Also, kannst weiter. Jetzt kann ich weiter. Okay. Jetzt kann ich weiter. Okay. Hallo, mein Lila, ich wünsche... Hallo, Lila, mein Schatz, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Nein, du kannst weitergehen. Jetzt kann ich weitergehen. Jetzt rede ich mit dir. Tralala, möchtest du mitfahren? Im Boot mitfahren? Ja, natürlich. Zurück geht auch immer. Wohin möchtest du? Nach Hotland. Da, wo wir alle... Ruf mal bei Papyrus an. Ich ruf gleich an. Los geht's. Okay. Was singt uns heute die... ist nicht die falsche Richtung? Okay. Tralala, Temidorf, der Raum vor den dunklen Laternen. Okay, wo gehen wir hin? Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Okay. Komm doch mal wieder vorbei. Tralala. Okay. So, ich weiß nicht, ob ich eine der krassesten Secrets kurz erwähnen soll, die was es in Undertale gibt. Denn, nämlich ein Secret in Undertale ist es, dass jedes Mal, wenn man ein neues Spiel startet, ist ganz anders,
als ich. Und in diesem Spiel können Sachen passieren, die eine 1%ige Wahrscheinlichkeit haben. Und er hat manchmal Sachen, er sagt manchmal Sachen, die nur eine 0,001%ige Wahrscheinlichkeit haben, dass er die sagt. Und gibt mehrere Sachen, die... Es gibt so ein bisschen so eine andere Lore-Story noch hinter dem ganzen Spiel. Und die ist ganz, ganz schwer zu entdecken. Genau, aber nicht zwang, sang Lilo. Genau. Der Anblick eines eigenartigen Labors an einem Ort wie diesen. Du bist erfüllt von Entschlossenheit. Okay, so. Okay, so. Was ist, wenn ich rechts gehe? Oh, da ist ein Labor. Oh, da gehe ich jetzt noch nicht hin. Okay. So, aber ich rufe mal kurz an. Wir rufen mal kurz Papyrus an, Chat. Komm, ich rufe mal kurz Papyrus an. Papyrus und Andein. Ring, 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 ring. Was? Die Königsgarde blockiert den Weg? Sag ihnen das. Naja, lieber nicht. Ich habe ihnen schon befohlen, dich zu suchen und zu vernichten. Und ich kann ihr nicht sagen, dass sich meine Meinung geändert hat. Weißt du, Alphys hat mir diese Animationen gezeigt. Über Menschen, damit ich ihre Schwächen lernen kann. Und eine geht über Menschen, die, naja, was ich sagen will ist, sie können Gedanken kontrollieren. Überrascht, ich kenne eure versteckten Kräfte. Wie auch immer, ich habe meinen Leuten erzählt, dass ich unter Kontrolle stehe, wenn ich einen Mensch verteidige und alles zu missachten, was ich ihnen sage. Tut mir leid, aber mir sind die Hände gebunden. Übrigens, ist diese Animation nicht gut? Meinst du das, wenn der Typ von dieser Person redet? Genau das meine ich, Digimon, genau das meine ich. Oh, kann ich da nicht vorbei? Entschuldige, Andein, nun, meinte hier in der Umgebung wäre ein Mensch. Also, nun, deshalb blockieren wir von der Königsgarde derzeit die Aufzüge. Ja, obwohl die Aufzüge nicht mal funktionieren, geben wir unser Bestes, Frau Andein. Was? Okay. Okay. Machen wir mal weiter. Dieser Anblick an der... Okay, ich spreche mal nochmal kurz ab. Der Mann mit den Händen. Der Mann mit den Händen zum Beispiel, genau. Gibt ein paar Secrets in dem Spiel. Ein paar NPCs, die auch nicht immer auftauchen. So, hallo. So, meine, hallo, Juleka. Wenn es aussieht wie ein Auffahrtsunfall, schmeckt es doch eher am besten. Hallo, Termila. Hallo, mein Schatz. Oh, ich werde überwacht? Du selbst? Oh, okay. Ich gehe mal weiter. Was haben wir hier? Es ist zu dunkel, um in der Nähe der Wand etwas zu erkennen. Es ist zu dunkel, um... Oh, okay, kann ich hier erkennen. So, also, wir gehen mal, ich gehe mal... Oh, du liebe Güte! Ich habe nicht erwartet, dich so bald hier bei mir zu sehen! Hallo, Clap Potato, wie geht's? Ich bin nicht geduscht, kaum angezogen, alles ist durcheinander und... Hallo, Clap Potato. Hallo? Ich heiße Dr. Alfie und ich bin Asgos königliche Forscherin. Aber, ich bin keine von den Bösen. Tatsächlich habe ich, seit du die Ruinen verlassen hast, dich und deine Reisen durch meine Konsole hier überwacht. Deine Kämpfe, deine Freundschaften, einfach alles. Ursprünglich wollte ich dich aufhalten, aber dich auf dem Bildschirm zu beobachten, lässt mich mit dir mitfiebern. Nun möchte ich dir helfen. Mit meinem Wissen kann ich dich ganz leicht durch Hotland führen. Ich kenne einen Weg direkt zur Asgosburg. Hat er nicht das Rätsel mit den bunten Fellen erfunden? Stimmt. Ja, hallo, Julek. Ich kenne den Weg direkt zu Asgosburg, kein Problem. Aber allerdings, da gibt es nur ein kleines Problem. Vor langer Zeit habe ich einen Roboter namens Metaton gebaut. Ursprünglich sollte er ein Unterhaltungsroboter werden. Du weißt schon, wie ein Roboter Fernsehstar oder sowas. Zieh die Kröte, danke für die Explode, vielen Dank, Jets. Du weißt schon, wie ein Roboter Fernsehstar oder sowas. Egal, kürzlich entschied ich mich dazu, ihn zu verbessern. Du kennst es sicher, nur ein paar kleine praktische Feinheiten, wie zum Beispiel, anti-humanitäre Kampffunktionen. Natürlich, als ich wusste, dass du kommst, wollte ich auf der Stelle diese Funktion wieder entfernen. Ursprünglicherweise unterlief mir dabei ein klitzekleiner Fehler. Und nun ist da eine unaufhaltbare Tötungsmaschine. Aber hoffentlich begegnen wir ihm nicht. Hoffe ich doch auch. Freches Küken ist wieder da, meine Süße.
Hast du etwas gehört? Oh nein. Ich weiß auch nicht mehr, was passiert ist. Schon lange her, dass ich... Oh ja. Willkommen, Ladies. Oh, da. Zu unserer heutigen Quizshow. Oh Mann, ich kann euch sagen, wird es mit großartig werden. Einen großen Applaus für unsere wundervollen Kandidaten. Noch nie zuvor gespielt, Kerner. Kein Problem, es ist ganz einfach. Es gibt nur eine Regel. Antworte richtig. Okay, geht schon los. Oder du wirst sterben. Oh, scheiße. Methadon greift an. So, ganz kurz, Chat, und jetzt kommt's nämlich. Ich zeige euch ganz kurz was. Nämlich, schaut mal her. Ich habe ja gesagt, ich habe da ein Poster hängen. Und schaut mal her. Dieses Poster ist von ihm. Schaut mal kurz her. Schaut mal. Das da. Das ist das Poster von ihm. Nur damit er will. So. Dachte, das erkläre ich kurz. So. Hallo, Hutcliff, wie geht's damit, Schatz? Schön, dass du da bist. So. Methadon greift an. Okay, ich rede mit ihm. Methadon. Heulen. Ich weine mal. Heulen ist gegen die Regel. Beginnen wir mit etwas Einfachem. Oh. Was ist der Preis für eine richtige Antwort? Oh Gott, was? Gnade? Geld? Gnade? Neues Auto? Leute, was mache ich? Gnade? Ich mach mal Gnade. Wahrscheinlich mehr Fragen. Oh, richtig! Scheiße, das hättest du es verstanden! Die Quizshow geht weiter! Methadon. Okay, gut. Achte auf Alphys. Oh ja, ich achte auf Alphys. Okay. Heulen. Heulen ist gegen die Regeln. Hier ist ein toller Preis. Oh. Wie heißt der König mit vollem Namen? Also, sie macht C. Oh, sie macht... Sie sagt mir was... Sie sagt, sie macht C. Sie sagt mir die Antworten. Sie sagt mir die Antworten. C. Korrekt. Welche ausgezeichnete Antwort? Sie zielt mir. Die Quizshow geht weiter. Okay, warte. Ich werde nicht heulen. Ich werde Gnade verschonen. Genau zu dir. Jetzt bin ich dran. Auf was bestehen Roboter? Was macht sie? B. Sie macht B. Metall und Magie. Sie macht B. Metall und Magie. Okay. Zu einfach, hä? Die Quizshow geht weiter. Hallo, Roswell. Vielen Dank für 6 Monate. Dankeschön. Oh Gott, wie Methadon zu sprechen ist anstrengend. Hier ist noch etwas Einfaches. Okay. 2 Züge A, B verlassen gleich die Station A, B, D. Okay. Okay, Leute, rechnet schnell durch. Lach im Spockmantel, rechne. Okay, hier, D. Wundervoll, ich bin erstaunt, Leute. Die Quizshow geht weiter. Verschonen. Sei nicht zu siegessicher. Okay. Wie viele Fliegen sind in diesem Behälter? Alfie. Ah. Okay. Ah. 54. Okay, Chat. Ich glaube, ich zähle mal 1, 2, 3, 4, 54. Ganz klar. Korrekt. Du hast heute eine Menge Glück. Die Quizshow geht weiter. Verschonen. Jetzt kommt Methadons Gehirnjogging. Was für ein Monster ist das? Froggit. Hä? Methadon. Oh, sie zeigt mir D, aber es ist doch Froggit. Ich mach mal D. Ich fühle mich geschmeichelt. Oh, die Quizshow geht weiter. Okay. Aber kommst du dahinter? Oh. Würdest du einen Geist küssen? Natürlich. Würdest du einen Geist küssen? Oh. Gut, ich glaube, da kann sie mir nicht helfen. Ich mag... Natürlich. Ich erlebe die auch küssen. Großartige Antwort, ich liebe es. Die Quizshow geht weiter. Hier ist etwas Simples. Okay, wie viele Buchstaben sind im Namen Methadon? Oh, C. Oh Gott, das ist ein bisschen unfair, wenn ich ehrlich bin, ja, danke schön. Ich mach mal C. C. Klammer das einfach! Die Quizshow geht weiter. Zeit, die großen Geschosse abzufeuern! In der Simulation Dating Mew Mew Kissel Cutie. Was ist Mews Lieblingsessen? Oh, ich kenne die Antwort. Im 4. Kapitel geht jeder an den Schrank und sie kauft Eis für alle ihre Freunde, aber es ist Schneckengeschmack und sie ist die Einzige, der es schmeckt. Es ist eine meiner Lieblingsstellen im Spiel, weil es auch eine sehr wichtige Botschaft über Freundschaft und... Alphys.
Du wirst doch wohl unserem Kandidaten nicht helfen, oder? Oh, du solltest mich fragen. Ich werde eine Frage stellen. Du weißt die Antwort mit Sicherheit auch. Für wen schwärmt Dr. Alphys? Oh, die Menschen? Menschen? Weil sie macht ja irgendwie nicht. Andein? Andein. Andein, okay, Andein. Ihr sagt's Andein? Ah, okay, Andein. Okay. Siehst du, Alphys? Ich hab dir gesagt, es ist offensichtlich. Sogar der Mensch hat der Rat es herausgefunden. Ja, sie kritzt den Namen auf Decken ihrer Aufzeichnungen. Sie benennt Programmvariablen nach ihr. Sie schreibt sogar Geschichten von ihren beiden zusammen. Wie sie zusammenleben. Wahrscheinlichkeit der Besessenheit 101%. Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 1%. Gut, gut, gut. Mit der Hilfe von Dr. Alphys hat die Show keinerlei Drama mehr zu bieten. So können wir nicht weitermachen. Aber, das war nur die Pilotfolge. In der folgenden Sendung gibt es mehr Drama, mehr Romanz, mehr Blutvergießen. Man sieht sich, meine Lieben. Tschüss! So, oh. Jetzt muss ich was trinken, Leute. Meine Stimme ist im Arsch. Das lässt mich so trauen für das Games. Das war vielleicht etwas. Oh. Haben wir gut gemacht, Chat, ha? Warte. Lass mich dir meine Telefonnummer geben. Dann vielleicht, falls du Hilfe brauchst, könnte ich... woher hast du dieses Telefon? Es ist veraltet. Es kann nicht mal Textnachrichten versenden. Warte bitte einen Augenblick. Dankeschön. Was war jetzt? Hat es jetzt weg? Hier, ich habe es für dich verbessert. Jetzt kannst du texten, Items verwalten und es hat einen Schlüsselbund. Ich habe dich sogar für das soziale Netzwerk im Untergrund angemeldet. Jetzt sind wir offiziell Freunde. Danke, Roosevelt, für 6 Monate. Ich werde mal ins Badezimmer gehen. Tschüss. Warte, kann ich da nach oben gehen? Es ist sehr wenig Platz hinter der Wand. Okay. Was kann ich da rein? Gelbe Füße tapsen hinter dieser Tür umher. Achso, sie ist am Klo gerade. Auf dem Schild steht Badezimmer. Was hast du bitte für ein Handy? iPhone minus 3? Andert, wenn ihr noch kennt. Oh Gott, das verstehe ich jetzt nicht. Achso, da kann ich raus. Okay. Rascal Tommy macht alle... ich gehe mal nach oben. Was ist da oben? Wissenschaftliche Bücher. Sie sind sehr verstaubt. All diese Bücher tragen den Titel Menschengeschichte. Ich lese mal die Menschengeschichte. Du wirfst einen Blick in das Buch. Es ist ein Comic über einen Roboter, der eine Alien-Prinzessin bekämpft. Das scheint nicht wirklich zusammenzupassen. Okay. VHS und DVDs zu diversen Cartoons. Sie tragen alle den Titel Menschengeschichte. All die Bücher tragen den Titel Menschengeschichte. Ich lese mal. Du wirfst einen Blick auf das Buch. Es ist ein Comicbuch. Zwei leicht bekleidete Köche bewerfen sich mit Energiepfannkuchen. Hätte ich gewusst, dass der Harukles und Antonius ein Buch gemacht haben. Das hätte ich mir auch gekauft. Ne? So. Das scheint nicht wirklich zusammenzupassen. Macht nichts. So. All diese Bücher tragen den Namen Menschengeschichte. Lese ich. Na klar. Du wirfst einen Blick auf das Buch. Es ist ein Comicbuch. Ein hässlicher Androide rennt mit Toast im Mund zur Schule. Nee, mach jetzt keinen Witz. Es scheint spät dran zu sein. Das scheint nicht wirklich zusammenzupassen. So, okay, was haben wir da? Pinkes, klebriges Zeug tritt auf die Maschine, tritt aus dieser Maschine. Ich schicke dir ein Exemplar mit Widung. Ich hoffe doch. Sieht aus wie Alphys Arbeitsschreibtisch. Staub hat sich angesetzt, okay. Die Garderobe ist voller dreckiger Labormäntel und einem sauberen Kleid. Hier liegen Briefe von vielen Monstern. Froggy, Snowy, Doggo. Sie sind alle ungeöffnet. Es ist eine Lampe mit pinken Fischen am Lampenschirm. Die Glühbirne fehlt. Okay. Und da ist das Methadon-Poster. Da ist das Methadon-Poster, was ich hängen habe. Eine unglaubliche Erfindung. Ist das Bett unbenutzt, faltet es sich zu einer Box, die man leicht zeichnen könnte. Okay. Es ist ein Promo-Poster für Methadons TV-Premiere. Und das habe ich. An der Lasche steht vielen Dank, dass meine Träume wahr wurden. Ab und zu der Plan für ein Kochstuhl kommt immer weiter näher ins Licht. Jetzt hättest du doch nicht zu frechen, solcher Ralle Morsch. So, warte, kann ich am PC gehen bei ihm?
Es ist ein Computer. Er greift auf ein Rätsel in Snowden zu. Ah, er hat das Rätsel in Snowden gemacht, wer sich erinnern kann. Die Kühlschrank ist voller Instant-Nudeln und Limonade. Eine Nudelpackung mitnehmen. War klar, wenn der kleine Hunger kommt, Ilo. YouTube Laker. Robby. Alle, egal. Komm, nehmen wir mit, oder? Miss Tanit. Miss Tanit. Hallo, Schatz. Immer Wilmchen. Nehmen wir, oder? Die ist den kommenden Dienstag übrigens wieder Horrorstream, gell? Wir spielen wieder noch einmal Ghost Exile durch, weil wir so wenig erfahren haben letztens. Nudeln, merkt's eh nicht, nehme ich mit. Du schleppst. Warum frage ich euch überhaupt? Habe ich nichts? Ah, Hundereste, warte, ich kann benutzen. Du verwendest Hundereste. Du hast sie verwendet, eine ungemütliche Atmosphäre füllt den Raum. Okay, jetzt, ich glaube jetzt, Nudeln gehen immer. Nehmen wir Nudeln, man kann Nudeln essen kalt, man kann Nudeln essen warm. Du schleppst. Alter, das gibt's doch nicht. Was? Oder, ich muss ihn weghauen. Ich muss wahrscheinlich. Ich habe zu viele Hundereste mit mir, ne? Ich muss wahrscheinlich. Müll. Du verlässt das. Okay. Jetzt, oder? Okay, habe ich jetzt. So. Ja, gönnt sie sicher. Ja, Mega Ghost Exiles. Geht gut. Ghost Exiles am Dienstag. Dienstag 18 Uhr. Ne? Alfis aktuellste Statusmeldung. Ich konnte einen nicht gegen den Mensch kämpfen sehen. Oh. Achso, jetzt sehen wir gerade die Social-Media-Welt. Gell, Chat, nur damit ihr es wisst. Eine eigene Reflexion von euch. Warte, ich mach mal die Kamera ein bisschen runter, damit ihr mehr von mir seht. Moment. Hallo, jetzt seht ihr mehr von mir. Hallo. Hatte gerade die Hundereste gegessen. Habe ich. So, okay. Also. Aber jetzt mein Kopf abgeschnitten. Scheiße. So, jetzt aber. Okay, super. Läuft wunderbar. Sehr gut. So, okay, Chat, ich bin wieder da. So, meine Butzels. Also, wir gehen weiter. Okay. Also. Was ist Alfis aktuelle Statusmeldung? Sie ist sowieso unbesiegbar. Ich frage sie einfach später. Alfis aktuelle Statusmeldung. Jetzt rufe ich den Menschen an und ich werde ihm helfen. Der Horror. Alter, Jusagen, ich habe gedacht, wir lieben uns. Okay. Intensiver Blickkontakt. So muss es sein. So muss es sein. Oh, wir kämpfen. Oh, Vulkanin zieht umher. So, während der Danki den Blatt gemacht hat, reden wir mit ihm. Vulkin, Leute, was machen wir mit ihm? Soll man aufhalten, umarmen oder kritisieren? Was machen wir? Was ist ein Vulkan, Leute? Habe ich gerade einen Pickel gesehen? Kommt nicht. Was machen wir? Umarmen, kritisieren oder aufheitern? Umarmen? Umarmen. 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 Du umarmst Vulkin, er erwärmt dein Herz. Und deinen ganzen Körper, aua, deine Verteidigung sinkt. Ah, so lieblich. Ah, das ist doch, oh Gott. Oh, ausweichen. Oh. Das ist doch wie die Sam. Vulkan ins Po packen, grün in einer wärmenden Hitze. Wie die Sam. Wie die Sam. So ist es. Okay, kann ich jetzt schon verschonen? Können wir doch schon. So, gewonnen. 40 Gold. Na, siehst es. Das war ein süßer Gegner. Der war süß. Der war aber süß. So. Aktuelle Statusmeldung. Alfis aktuelle Statusmeldung. Ich rufe ihn in einer Minute an. Okay. Danke, Blade, für den Follow. Dankeschön. Ich kriege Facebook-Flashbacks bei Alfis immer die Status-Updates. Das ist eine Facebook-Anspielung übrigens, gell? Nur damit ihr es wisst. Sam, wir haben einen kleinen Scherz gemacht auf deinen Kosten. So, das zischende Geräusch von Dampf, es erfüllt dich mit Entschlossenheit. Die Musik ist super. Wenn wir mal alle raven gehen, dann gehen wir alle und die Chamisal kommt auch mit. Hallo, Sami, Sarah, wie geht's dir? Alfis aktuelle Statusmeldung. Ich will das nicht machen. Lomau. Oh, nach rechts. Oh, scheiße, Musik ist vorher. Okay. Oh, Zanderplane ist im Weg, aber nicht mit Absicht. Okay, warte mal, er ist im Weg, nicht mit Absicht. Sollen wir flirten oder nähern, Chat? Was machen wir? Korsiko! Schimmelkopf, da ist er doch. Ein wunderschöner Nachmittag. Schimmelkopf, Kuss an dich, gell? Kuss auf deine schöne Nase. Leute, was machen wir? Flirten oder nähern? Was machen wir? Was machen wir, ihr Putzels? Mist, Tandente, du bist aber eine Schöne. Viel Spaß beim Raiden, ich passe so lange auf den Tresen auf. So ist es. Die Oldie will flirten, das weiß ich eh. Die Oldie, wenn man das einmal kann, dann verlernt man das nicht, gell, Flirty? Flirty, Oldie. Ha, Flirty. Okay, na, Flirty hat man sie damals genannt, ne? Für Oldie. So, ich mach mal Flirty. So, Flirty.
Du erzählst Thunderplane, sie habe ein starkes Ruder. Was ist, wenn ich das Zeug sage, dass ihr ein starkes Ruder habt, ha? Rascal Tommy, was empfindest du dann oder auch im Speckmantel, ha? Nein. Oh, du Irrer! Oh, scheiße, ich muss ausweichen. Oh Gott, okay. Thunderplane schaut dir zu und erhebt dann ihre Nase. Oh, dann vielleicht nähern? Ich meine, du näherst dich Thunderplane, kommst aber nicht zu nahe. Mensch? Oh, grün muss ich einsammeln. Oh so, ich heile ihn damit. Oh, er freut sich. Thunderplane berührt dich versehentlich mit den Flügeln. Das könnte auch die Odette sein, weil die ist eine super nette. So ein kleiner Stupsi, ne? Oder wie es bei mir ist, ein kleiner Kuss. Ne? Da kommt da ein Umarmung, Wilmchen und passiert, ist passiert. Ne? So, verschonen, gewonnen, du bekommst nur nichts. Also ist abgehoben. So, wir gehen weiter. So, warte mal, rechts. Das ist ein Rätsel, ja? Das ist jetzt ein bisschen ein Rätsel. Kann ich da irgendwas was machen? Lass ich mal runter. Aber ich gehe mal nach links, weil da ist, glaube ich, so ein... Eine rostige Pfanne liegt am Boden. Mitnehmen. Wir nehmen mit. Alles, Azali, danke für deinen Monat. Du schleppst zu viel mit dir rum. Scheiße. Ich schlepp zu viel mit mir rum. Warte, ich hau einmal Hunde. Du legst die Hunderreste. Ich hau mal die Nudeln, die Hunderreste weg. Sehe das Spiel zum ersten Mal, aber sieht ganz nett aus. Ey, es ist Schimmelkopf. Du hast wirklich gute Streams verpasst. Ich habe das auf meinem Zweitchannel hochgeladen. Tu mir den Gefallen. Wenn du es nachholst, du wirst einer der schönsten Spiele, meiner Meinung nach, ja. Nachholen. Ne? Also es ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich liebe es. Ich glaube, dass es nicht für jeden was ist, weil die Optik kann abschrecken, wenn jeder sagt, wenn, ne, also, aber es ist halt lustig, es hat eine gute Story, es hat gute Charakter, es ist ein tolles Spiel. Alfie ist aktuell da noch, ey. Oh Gott, ich hatte meine Hand für 5 Minuten auf der Taste. Oh, ich werde es jetzt gleich machen, ich werde anrufen. Okay. Oh, sie ruft an. Ring, ring. Klick. Aufgelegt. Bevor du die Chance hattest zu antworten. Sie war zu nervös. Ah, das ist wie die Noah. Die Noah ruft auch nicht gerne an. Das ist genau wie die Noah. Es lohnt sich und vergiss die Musik bloß nicht. Die Musik. Die Musik ist sowieso schön. Ring. Oh, sie ruft wieder an. Finde gerade, dass sie überhaupt angesprochen. Ring. Oh, hallo. Also die blauen Laser. Ich meine, hier Alfis. Hi. Die blauen Laser werden nichts tun, wenn du dich nicht bewegst. Orangen, du musst dich bewegen. Und sie werden nicht, gehen durch solche durch. Tschüss. Klick. Okay. Okay, also, Alfie sagt den Start. Oh Gott, ich habe es getan! Habe nicht mehr so gezittert, seit alle mich wegen dem Wetter angerufen haben. Okay, also dadurch, wegen. Okay. Alfie, oh, jetzt nervt doch nicht. Wartet, hier unten gibt es kein Wetter. Warum rief sie an? Okay, durch, hopp, fuck! Oh Gott, ja gut. Alter, hallo. Scheiße, ich bin fast tot, Hilfe! Scheiße, ich brauche was zum Essen. Was esse ich? Ich esse Hundereste. Du hast sie verwendet, eine ungemütliche Atmosphäre erfüllt den Raum. Scheiße, Leute, ich brauche was zum Essen, ich bin fast tot. Oh Gott, wie süß. Danke, du auch. Schneemann-Teilchen werden wir nicht essen. Hunderest, ich werde mal eine wegwerfen. Ich brauche auf jeden Fall was zum Heilen. Ich darf mich hier nicht bewegen. Hundereste, Müll. So, ich darf mich nicht bewegen hier. Hunderest, ich werde alles weghauen, weil Hundereste, wenn ich sie verwende, die füllen das Inventar komplett auf. Moment. Okay, hier, jetzt. Hundereste, benutzen. Okay, so jetzt. Oh, ich brauche einmal Hundesalat. Wenn ich die benutze, kann auch Salat dabei sein. Habe ich Hundesalat bekommen? Leck mich am Arsch. Okay, der isst ja die Nudeln. Okay. Du isst die instant Nudeln, habe ich vollständig geheilt. Okay, Moment, so. Und jetzt da durch. Okay, easy. Was haben wir da für einen Knopf?
Alfie ist lieb und süß, aber die größte Nervensäge im Spiel. Hallo Putzi, fliege mit einer Blasenentzündung vor dem Fenster im Bett und kann es nicht halten. Bitte bring mich zum Lachen. Fangclub kommt gleich, mein Schatz. Papa, darf ich auf? Hab gern was für dich. Es ist ein Schalter. Soll ich mal drücken? Chat, drücken wir mal, oder? Drücken wir mal. Wilmchen, drücken. Gute Besserung, Fangclub. Die Laserwunde. Achso, gut, ich habe mal gedrückt. Den Tremor gedrückt. Ich wusste nicht, was. Oh mein Gott, ich vergaß ihm zu sagen, wo es hingeht. Alfie sagt nur schon, hier ist ein süßes Bild von mir, gerade aufgenommen. So wie von mir. Ne? Gibt's auch immer süße Bilder, könnt's schauen. Facebook. Es ist ein Foto eines Mülleimers mit verschiedenen pinken Glitzerfiltern. Okay, wir gehen weiter. Wieso bekommst du die XP bei den Kämpfen? Weil ich die Monster nicht töte. Wenn ich die Monster töten würde, würde ich Experience bekommen. Wenn ich sie nicht töte, kriege ich keine. Und wir spielen's, also das ist so ein bisschen die Dings. Es bringt dir nichts, aber du tust trotzdem was Gutes. Das ist so ein bisschen die Message, die ich dahinter ziehe. Ring. Hier ist Alfis. Da das nördliche Tor wird verschlossen bleiben, bis du das Puzzle links und rechts gelöst hast. Ich denke, du solltest erst nach rechts gehen. Dann gehen wir nach rechts, Chat. Ich doch. Okay. Spielst du das mit Erdixon? Immer. Erdixon. Oh, wer sind die zwei coolen Dudes da unten? Der Weg zur Arbeit ist versperrt, also hatte ich Zeit, die Show von Metadon zu sehen. Die Spezialeffekte waren grandios. Der Mensch sah total echt aus. Metadon, ja, er ist der beliebteste Star hier im Untergrund. Sein Fanclub hat mindestens 2, 3 Dutzend Mitglieder. Alfie, ob es wohl unlustig wäre, wenn ich ihm das Rätsel erklären würde? Okay, Leute, Rätsel lösen. Wer ist das? Dein cooler Dude. Die Tür, die weiterführt, ist verschlossen, also versuchte ich das Rätsel. Aber mir ist die Munition ausgegangen und ich musste immer wieder neu anfangen und meine beiden Assistenten wollen nicht helfen. Es ist, als wollten sie nicht mal arbeiten. Danke Leute, aber es ist peinlich mit einer Windel und mit peinlicher... Ey, Fangclub! Windel! Ey, Fangclub! Wir starten alle in der Windel und enden alle in der Windel, Fangclub! Und du bist halt gerade dazwischen, na und was toll! Fangclub, ich freue mich schon, wenn ich eine Windel bekomme, ne? Ich bin älter als die Noah, dass ich die erste Windel kriege, ist ganz wahrscheinlich, gell? Nur freu dich schon mal, wenn ich Windel hab! Ne, siehst du, das haben wir gleich geklärt. So, zerschieß das Schiff, ich zerschieß das Schiff. So, was muss ich jetzt machen? Oh, was muss ich jetzt machen? Hä? Ah! Bisschen Rätsel lösen. Ach so, easy. Ach so, scheiße. Glückwunsch, danke schön. No. Macht da nichts draus, Fangclub. Windel ist super. Ne? Wir haben alle einen an. Die Alessa hat Zalena auch einen an. Nur ich schicke Nischke zur Betreuung an. Hauges, freue mich schon. So. So. Nee, als Kind, kennt ihr das auch als Kind, wenn man klein ist? Oh, fertig, kennt ihr das alle? Ring, oh. Alfis, hier, dieser blaue Laser scheint unüberwindbar zu sein. Aber als königliche Forscherin habe ich so manches Ass im Ärmel. Magst du alle, Carrick? Ich liebe alle. Ich hacke mich in die Hot Laser Datenbank und schalte sie aus. Sehr gut. Na klar, immer mit Wind. So ist es. Fertig, Mama, abwischen. So ist es. So ist es. Habe ich damals auch gesagt, habe ich nicht geschämt. Mach ich heute noch. Als ich klein war, habe ich immer gesagt, Papa, Po sauber machen. Abwischen, habe ich immer gesagt. Ne? Mach ich heute noch. So. Endlich, jemand hat den Laser ausgeschalten. Nun, nachdem wir frei sind, können wir nun, ich denke, wir bleiben hier stehen. Okay. Dann kannst du sagen, nur ich habe Kacke gemacht. So ist es. Wir waren am Abhängen, als auf einmal ein Hufenfallen aus dem Nichts aktiviert worden ist. Das ist ein großes Problem. Es ist klasse. Die Schule muss deswegen ausfallen. Gut, da weiß ich, wie ich dann... Oh, Nico, ich freue mich. Okay, was haben wir da? Oh, warte, ich muss... Zerschießen das Schiff. Bewege die Kisten, Leute. Ein Rätsel. Rätsel, Chat. Rätsel, meine kleinen Rätselmäuschen. Oh Gott. Niemand... What the fuck? Leute, ich... Hä? What? Moment, warte mal. Scheiße. Ich... Nein! Leute, das ist unmöglich, das ist unschaffbar. Leute, ich muss da irgendwie durch. Leute, das ist ein Tod... Oh, das war wirklich gut.
Warte mal. Na, scheiße. Nein! Leute, ich habe ein Rätsel. Ihr müsst mir helfen. Yusarin! Oh Gott. Ah! Easy! Essay, Chat! Essay! Essay, Pese! Ja, zwei Schuss. Ich dachte, ich hab. Okay. Essay! Leute, Essay! Ich hab geschlafen gerade. Habt mich gerade aufgeweckt. Ich hab nicht gewusst, was passiert ist. Okay, wir gehen nach oben. Dave, treten! Leute, übrigens, kurz bevor Forest 2 rauskommt, wird es noch Forest 1 Streams geben. Wir werden Forest 1 ein paar Wochen bevor der zweite Teil rauskommt spielen. Und da freue ich mich wie ein Schneekönig drauf auf Forest 1 Streams. Leute, das wird schön, das wird nackig, das wird richtig geil werden. Freue mich schon. Wir haben es schon einmal durchgespielt, wir spielen es nochmal. Wird richtig geil werden. Wie auch immer, ich werde es einfach erklären. Ich schaffe wirklich alles kaputt zu haben. Ey, der Lädchen hat dich doch küssen auf deinen Mund. Mit Pan. Ich weiß nicht. Ich meine, wenn die Bock hat, würde ich es auch mitspielen. Wann kommt Forest 2? Ich glaube im April oder so. Pokémon. Ja, die kommenden Freitag Pokémon-Stream. Ist eh ganz klar. Kommenden Freitag Pokémon-Stream. Weiß man eh schon. Wann kommt denn der zweite? Irgendwann am Anfang dieses Jahres. Wie auch immer, ich werde es einfach erklären. Okay, dann erklär mal. Ring, ring. Ich denke, wegen der Rätsel links und rechts, sie sind ein bisschen schwerer zu erklären. Aber, du hast sie bereits gelöst? Fantastisch! Dankeschön. Danke, Cyberbot. Vielen Dank für den Follow. Okay. Zuleika. Die Figur schaut aus wie Chucky. Hey, das ist süß. Oh, sind wir gerade bei Methadon? Ring, ring. Hey, es ist ziemlich dunkel da drin, oder? Keine Sorge. Ich hacke mich in das Beleuchtungssystem und schalte das Licht an. Oh nein. Oh ja! Willkommen, Freunde, zur ersten Untergrund-Kochshow! Kochen mit dem Killer-Roboter. Kochen mit dem Killer-Roboter. Heizt eure Öfen vor, denn ihr bekommt heute ein spezielles Rezept geboten. Wir werden zusammen einen Kuchen backen. Mein liebreizender Assistent hier wird die nötigen Zutaten sammeln. Einen groben Applaus bitte. Wir brauchen Zucker, Milch und Eier. Fang an, Schnucki. Der ist ja schon fast wie ich. Danke, Mertinette, für den Follow. Dankeschön, mein Schatz. Vielen Dank. Fang an, Schnucki. Okay, ich fang an. Übrigens. Das ist keine Show über das Händewaschen, Schnucki. Die läuft nur mittwochs. Wie bei uns. So. Du hast die Eier gefunden. Du hast die Milch gefunden. Du hast den Zucker gefunden. Eine Mitmarken-Mikrowelle, der Ursprung der MTT-Herausforderung. Stelle dein Essen herein und stelle sie für 5 Minuten davor. Wenn dein Essen noch erkennbar ist, verdoppelt sich dein Einsatz. Okay. Oh ja, mit MTT-Öfen erreichen Temperaturen bis zu 9000 Grad Celsius. Rösten, toasten, brennen, verkohlen. Du bist aufgeregt, nicht wahr? Schnucki! Meine kein Schnuckis, ist jetzt auch meine Schnuckis. Toll gemacht! Nun platziere sie in der Mitte der Theke. Perfekt, toll gemacht, wundervoll. Wir haben alle Zutaten, die wir brauchen, um den Kuchen zu backen. Milch, Zucker, Eier. Oh, warte einen kurzen Augenblick. Wie konnte ich das vergessen? Wir brauchen noch die wichtigste Zutat. Eine menschliche Seele! Ring, ring. Hallo, ich bin eigentlich gerade etwas beschäftigt. Warte eine Sekunde. Könntest du nicht deine eine Zutat im Rezept austauschen? Austauschen? Du meinst eine andere, nicht menschliche Zutat verwenden? Warum? Was, wenn jemand, Veganer ist? Vegan? Nun, ich meine, das ist eine brillante Idee, Anfisch!
Es ergab sich tatsächlich eine weitere Option. Mit immer geeigneter menschlichen Seele Geschmackersatz. Eine Dose davon ist dort hinten auf der Theke. Wunderbar. Wunderbar. Die Veganer haben es gerettet. Wunderbar. Chat, super. So. Okay, dann hole. Nun, Liebling, warum holst du sie nicht? Ich hole sie. Ich hole sie. Hallo, netter Armin. Der Name ist Programm. Wie geht's dir mit Schluck? Chat, super. Haben wir gut gemacht. So ist es. So. Oh. Nebenbei gesagt, unsere Sendung folgt einem strikten Plan. Wenn du die Dose nicht in der nächsten Minute holen kannst, halten wir uns wieder das erste Rezept. Also, fange besser an zu klettern, Schnucki. Oh, scheiße. Puni, danke für Simone. Vielen Dank, mein Schatz. Ring. Oh nein, es ist nicht genug Zeit, um dort hochzuklettern. Glücklicherweise habe ich vielleicht einen Plan. Beim Aufrüsten deines Handys habe ich Funktionen hinzugefügt. Siehst du den großen Knopf auf dem Jetpack stehen? Pass auf. Hier, du solltest gerade genug Benzin haben, um die Spitze zu erreichen. Jetzt hoch mit dir. Hallo, ich muss ausweichen, denn was wirft du da? Oh, ausweichen. Ich weiche besser aus. Oh nein, ich kann auch nach rechts. Oh, oh. Da, 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 da. Oh, oh, oh. Ausweichen. Oh Gott, war das knapp. Oh, schnipp, schnapp. Lass meine Seele in Ruhe. Oh, da ist mir in der Luft. Oh je. Oh nein. Okay, Leute, ich bin echt richtig gut. Leute, richtig gut machen wir das. Stabile Leistung. 1A muss ich wirklich sagen. Die Fuchs, ich flieg da rauf. Die Husarin hinterher. Die Taubenkönig moderiert wieder wie ein Wahnsinn. Die Rubby-Dubby sieht wie immer gut aus. Daneben sitzt auch, wenn man da noch den Daydream-Mod, den liebe ich sowieso. Schön, dass er da ist. Hört. Sieht so aus, als ob du mich geschlagen hättest. Aber nur, weil du Hilfe von dem brillanten Dr. Alphys hattest. Oh, ich hasse es daran zu denken. Was ohne sie mit dir passiert wäre. Nun, adios. Oh. Oh ja, wegen der Änderung. Hast du noch nie zuvor eine Kochshow gesehen? Ich hatte den Kuchen schon lange vorgebacken, also vergiss es. Oh, wird das am 1.2. das Pantanamo genauso, weil wir kochen nächste Woche, na klar. SED bei Rahmen, pädelt sich mal am Mund auf. Fun Club, Kuss an dich. Und ich wünsche dir alles Gute, gute Besserung von mir. Antonio ist immer noch Geburtstag. Voll gut gemacht. Wir sagen, Ring, Ring. Wow, wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Tolle Arbeit. Dem nun, egal. Lass uns weitermachen. Klick. Na klar, Fun Club. Mit dir ist immer lustig, weiß ich doch. Ja, so. Ein ominöses Gebäude ragt aus der Distanz hervor. Du bist erfüllt von Entschlossenheit. Ich wusste, es ist alles staged. So ist es. Ich bin auch gar nicht da. Ring! Wenn du mich Fragen stellst, ich antworte was ganz anderes darauf. Wenn ihr immer, aber ich bin komplett staged, bin ich, ja? Ring! Siehst du das Gebäude dorthin? Das ist der Core, die Quelle aller Energie des Untergrunds. Er konvertiert Erdwärme in magische Elektrizität um. Egal, da müssen wir jedenfalls hin. Im Core ist ein Aufzug, der dich direkt zu Asper Schloss bringt. Und von da kannst du nach Hause gehen. Klick. Okay, wir gehen hin. Wir gehen hin. Serpentes, Puni, Mädchen, Zauberbot. Danke auf vor Follow. Hallo zusammen, Nordlicht Gwen. Küsschen, schön, dass du da bist. Wir gehen rein in den Lift. So, ich habe jetzt irgendwie gedacht, irgendwer stellt mir eine Frage. Aber keiner stellt mir eine Frage. Okay, war ein Scherz. Bitte wähle eine Etage. Hä? Wo gehe ich hin? Geh mal rein. So, Leute, macht euch eh noch Spaß so wie beim ersten Mal? Ich hoffe. Liebe übrigens, dass die Gronkh Best-Ofs das Metadon-Lied im Abspann haben. Das mussten wir aber ändern. Wir glauben wegen Copyright, ja. Aber das haben wir gemacht eine lange Zeit. Und ich habe die Streams hochgeladen. Und mein erster Stream wurde Copyright nicht gestrikt, aber gab es ein Copyright-Problem wegen den Liedern am Anfang von Undertale. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass die Lieder Copyright gingselt haben, ne? Macht euch Spaß, Chat, macht euch Spaß. Also ich hoffe doch. Ne? Hey, ich bin der hitzköpfige Hitzkopf. Denk an meinen Namen.
mach doch den kleinen D-Tremor. Hehe, ich bin Hitzkopf, Hitzkopf. Denk an meinen Namen. Okay. Du kannst, falls du willst, beide Enden Stand und Pazifist zeigen. Dafür musst du beim Chor Metadon speichern und danach nicht mehr wichtig. Danach zu Asko gehen und dann... Ah, ja, ich... Okay. Okay, ich glaube, ich weiß das. Einer der besten Lieder. Einer der bekanntesten auch, muss man ehrlich sagen. Ne? Oh, hallo. Ich liebe Hot Dogs. Hey, ist es nicht merkwürdig, auf dem Dach von dem Kerl stehen liegen zu sehen? Wahrscheinlich ist er einfach zu faul, um es sauber zu machen. Oh, der Vulkan. Wie lange dauert das Spiel eigentlich ungefähr? Ich habe keine Ahnung. Es dauert schon noch ein bisschen. Toastiges Ämbel. Okay, sehr gut. Um ehrlich zu sein, würde ich gerne mal einen Kampf sehen. Bei einem Kampf. Da hast du, da ist so ein Balken und du hast so einen Strich. Und du musst den Strich in der Mitte anhalten und dann kommt ein Schlag und es erscheint so eine Zahl, wie viel Schaden du gemacht hast. Und dann verpufft das Monster, wenn es tot ist. Aber wir spielen den schlimmsten, den schlechten Schwierigkeitsgrad machen wir auch noch. Hey Kumpel, wie geht's? Willst du einen Hotdog? Er kostet nur 30 Gold. Natürlich. Danke Kumpel, hier ein Hotdog für dich. Ja, Dog, Apostrophendog, kurz für Hotdog. Hey Kumpel, wie geht's? Willst du einen Hotdog? Er kostet dich nur... Ja, du trägst zu viel. Ich lege es einfach auf deinen Kopf. Ich hab einen Hotdog am Kopf. Wie viel... Ich meine, das kostet immer... Hier ein weiterer Hotdog. Er ist am Dach. Naja, nein, er liegt auf dir. Jetzt habe ich zwei Hotdogs auf mir. Wir haben eine Wurst am Kopf. Ah! Okay, warte mal. Okay. Ah, die Wurst runtergefallen. Nein, mehr. Hier, vielleicht viel Spaß. Hier, viel Spaß. Hier, viel Spaß. Ich will mehr Hotdogs. Mehr Hotdogs am Kopf. Hey, mehr Hotdogs. Ich will einen Turm bauen. Einen Turm von Babel. Das Würsten steht dir. Oli, das hat noch nie jemand zu mir gesagt, in so charmanter Form wie du. Mehr! Die Hunderte kannst du auch droppen. Leute, mehr. Hallo, Malu! Malu, wir stapeln gerade Würsten am Kopf. Malu, hier, viel Spaß. 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 Hier, wie weit geht das? Hier, wie geht das? Was für ein Anmalspruch. Die Oli weiß, wie das geht nämlich. Aus dem Bild rausstapeln. Ja, mach ich gerade. Du hast mich inspiriert. Jetzt bin ich voll am Koch, Anima. Leute, wie viel kann ich machen? Unendlich? Ich bin der kleine Hotdog. Ich bin die kleine Hotdog-Queen. Oh. Nein! Kann ich? Ja, gut, okay. So, wir klettern dann hoch aus dem Berg. So ist es. Alfie postet ein Bild. Anbesser mit meiner Freundin. Zwinker-Smiley. Es ist ein Bild von einer Catgirl-Figur neben einer Schüssel voller Instant-Nudeln. Blue Notes, Neon, Schrumm. Wie geht's damit, Schatz? Schön, dass du da bist. Oh, wir müssen kämpfen. Meine Butzers. Oh, Pyrov springt auf dich zu. Wir reden mit ihm. Pyrov. Der brennt. Sommern, kühlen. Mistanit, hallo. Erhitzen? Ne, kühlen, oder? Kühlen. Nee, dann töte ich ihn vielleicht, oder? Oder einladen? Spielgeschwind, zu viele Hotdogs. Was machen wir? Iras, ich glaub's nicht. Iras, du alter Kerl, wie geht's dir, mein Schatz? Erhitzen? Erhitzen. Dann erhitzen wir ihn. Du drehst den Thermostat auf. Pyrov ist begeistert. Heiß. Na, der Iras kommt und es wird warm. Na klar. Iras, mein Schatz, wie geht's dir? Boom, oh Scheiße. Oh, okay. Soll ich noch wärmer? Nee, warte, wir können noch nicht. Oh Gott, ich kann nicht. Pyro möchte mehr Hitze. Erhitzen. Du drehst den Thermostat auf, es ist super heiß. Pyro wirkt zufrieden. Heißer. Oh, okay. Vorsichtig. Okay. Fertig? Ja, verschonen. Sehr gut. Herrle Kuchenkrümel, du kleiner Nümmel. Schön, dass du da bist. Ey, die freche Küken liebe ich auch. Cool Skeleton postet ein Bild. Posten wir heiße Bilder? Hier bin ich und mein Kumpel. Cool Skeleton 95. Ich glaube, das ist Papyrus. Es ist ein Bild von Papyrus. Ah, okay. Posiert vor dem Spiegel, trägt eine Sonnenbrille. Na? Da wendet die Wachter.
Wendelin, hallo mein Schatz, kuss an dich. Das Bild wurde mit einer riesigen Bizeps retuschiert. Ich brauch das bei mir nicht retuschieren. Der Bizeps trägt doch eine Sonnenbrille. Wie bei mir. Wie bei mir. Damit ich aber auch hier die Wendelin oder den Wendelin begeistern. Alfis aktuelle aktuelle Statusmeldung. LOL, Skeleton 95. Das ist ein Witz, oder? Gut, Skeleton aktueller Status. Der einzige Witz ist, wie stark meine Muskeln sind. Wie bei mir. Wie bei mir. Hallo Farbherzen. Webster Block hat eine Freundin. Der Geisti! Der Geisti hat meine Freundin zur Frage geschickt! Der Geisti! Oh! Hallo Manu! Manu, mein Schatz! Danke dir! Vielen Dank! Der Geisti! Oh! Anfrage annehmen? Natürlich! Natürlich, wenn ich vom Geisti eine Anfrage. Noah, soll ich annehmen? Noah, soll ich annehmen? Hallo Dönermann! Hallo, mein Dönermann! Ja, gut, dann nehmen wir an. Okay. Es scheint sich schon selbst abgelehnt zu haben. Oh, mein Herz. Oh. Oh no. Oh, der Geist hat sich selber abgelehnt. Oh. Dönermann, das Dönermann voll und gleich den Zerbrust. Dönermann, wie geht's da, mein Schatz? Da ist er doch. Gebt doch den Dönermann ein paar Kakteen, den hübschen. Dönermann, vielen Dank für den ersten Monat. Dankeschön. Dönermann, wie komme ich zu der Ehre? Eine Schütze liegt am Boden. Mitnehmen, natürlich. Dönermann, du schleppst zu viel mit dir rum. Also ich habe einen Würstel gehabt. Was? Ah, da haben wir doch den Hotdog. Fun Club, den er. Den kenne ich jetzt schon so lange und da kommt der Primes ab rein. Vielen Dank, Fun Club. Dankeschön, mein Schatz. Vielen Dank. Danke, Falker, für den ersten Monat. Nehmen wir die Schütze mit, natürlich. Natürlich. So. Luna Love, auch eine Süße überhaupt. So, warte, ich werde meine alte Schürze benutzen. Du rüstest die Schürze aus. Damit halten wir auch mehr aus. Mehr Verteidigung. Vielen Dank, Falker, und vielen Dank, Dönermann. Und vielen Dank nochmal, Oni, für 20 Euro. Dankeschön nochmal. Vielen Dank für den Support. Ring. Hi, ich bin's, Dr. Alfis. Dieses Rätsel hängt von deinem Timing ab. Siehst du die Schalter da drüben? Du musst sie alle innerhalb 3 Sekunden aktivieren. Ich werde versuchen, dir mit dem Rhythmus zu helfen. Klick. Hell Angel, Mikamiano, mein Satz. Klick. Okay. Okay, jetzt drück den Drück. Ich wollte gerade drücken. Sie war im Weg, die blöde Kuh. Jetzt drückt den dritten Schalter. Ist ja peinlich, hä? Hey, hey, sieht aus, als ob du nur 2 Schalter drücken musstest. Also sie hat den dritten gedrückt. Okay, okay. So, Dönermann, wo ist er denn, der Hübsche? Tyliani, oh, wow. Alfie sagt, schau mal, ich helfe nie wieder bei einem Rätsel. Limao. Okay, jetzt. Weiter. Ring. Hey, ich gehe ins Badezimmer. Also werde ich erstmal nicht erreichbar sein. Ich bin mir sicher, du schaffst das Rätsel noch ohne mich. So, okay. Klick. Gut, danke schön. Wo gehe ich hin? Oh. Oh Gott, was muss ich denn da machen? Rauf? Nee, kann ich nicht. Links? Das Rätsel ist schwierig. Nee, ich bin Profi. Ich bin Profi. Leute, das Rätsel, wo müssen wir hin? Wir müssen nach... Ach so, nach oben muss ich. Ah, okay, ich verstehe. Dieser Teil, Prinzer Vulcan, vielen Dank für Gifte Zap an den Penny. Dankeschön. Da ist doch der Dönermann. Da ist doch der Dönermann. Vielen Dank, Prinzer Vulcan. Dankeschön, mein Schatz. Vielen Dank. Dankeschön. Okay, also. Ich muss auf jeden Fall. Ihr seht diesen Pfeil und der dreht sich immer. Und ich glaube, ich. Warte mal. Ihr wisst, was ich meine, ne? So. Ich muss sicher einmal hin und her hüpfen. Einmal hin und her hüpfen. Oh Gott. Dönermann, bist du deppert? Dönermann, wo kommt der Dönermann denn her? Dönermann, danke für 10 Gifte Zaps, Dönermann. Wo kommt der Dönermann auf einmal her? Dönermann, vielen Dank, mein Schatz. Wo ist denn der Hätter? Dönermann ist verrückt. Dönermann, vielen Dank für 10 Gifte Zaps. Dankeschön, mein Schatz. Vielen Dank. Dönermann, wo kommst du her? Vor 2 Minuten gefolgt. Dönermann, vielen Dank, Dankeschön. Scheiße, ich komme ins Rätsel nicht. Ich muss irgendwie das Rätsel hinkriegen. Du übertreibst. Wo ist der Dönermann auf einmal her? Ein neuer Subscriber. Vielen Dank, Dönermann, Dankeschön.
Aber wo kommt der her? Ich will wissen, wo komme ich zum... Wo kommt er? Ah, jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's, glaube ich. Ja. Oder? Habe ich's jetzt? Habe ich's jetzt, Chat? Ich probiere es mal, ich glaube. Nein, habe ich nicht. Scheiße, der Pfeil muss nach rechts schauen. Okay. Also ich glaube, ich weiß circa, was ich tun muss. Okay, also, wisst ihr, was ich tun muss? Versteht ihr es? Also ich weiß ja nicht, deswegen frage ich. So. Idemil, danke für das erste Monat. Dankeschön, Idemil. Danke dir. Vielen Dank. Dönermann, danke dir. Und vielen Dank, Ildemil. Danke fürs erste Monat. Dankeschön. Ildemil, da ist doch der Hübsche. Vielen Dank. Oh, scheiße, jetzt habe ich wieder... Leute, ich glaube, ich bin nicht so das Smarteste bei dem Rätsel gerade. Ildemil, wo kommt sie denn alle her? Ildemil, danke für 5 gibt es uns. Dankeschön, vielen Dank. Du musst nach links. Vielen Dank für den Tipp. Ildemil, wenn ich was sehe. Ildemil, wo kommt der Ildemil denn her? Bei dem Rätsel. Ja, Leute, ich komme gerade nicht drauf. Helft's mir doch. Ich komme doch nicht drauf. Warte mal. Das Kackding. Warte mal. Ich komme nicht drauf, Leute. Darf man helfen? Mist Hanit. Ich muss... So. Tabea, warte mal. Ich weiß, was ich tun muss. Ich weiß nur nicht, wie ich es muss. Danke, liebe Leute. Danke, Dönermann. Dankeschön. Muss erst nach oben. Da war ich gerade. Warte, ich... Okay, warte, jetzt aber. So, warte mal. Jetzt. So, jetzt. Ne, ist das Arsch. Okay, das war nix. Das ist ein scheiß Rätsel. Ich mag gar nicht mehr leben. So, Oldie. Oldie, Kuss an dich. So, warte mal. Ich muss erst nach oben. Ja, da war ich doch gerade. Ich war vor oben. Möchte ich nur sagen. Moment. Hab's gleich, Leute. Seid nicht ungeduldig. Scheiße. Ich war aber oben. Warte, ich muss da. 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 Nee, so ist es ganz falsch. Ganz falsch. Beim vorletzten zurück und dann hoch. Beim vorletzten zurück. Da. Oder ist es... Warte. Ah. Da zurück. Da. Okay, hab's verstanden. Hallo, Herzing. Wo kommt sie denn alle her? Herzing stinkt Zorn. Und wo kommt der Dönermann her? Warte mal, jetzt. Nee, das war ja wieder falsch. Wo musst du überhaupt hin? Nach links. Aber jedes Mal, wenn ich ein Feld berühre, drehen sich die Pfeile. Ne? So, das heißt, wenn ich hier rauf, einfach über die grüne Stange klettern. So, ne? Okay, Leute, ich hab's gleich. Warte mal. Jetzt, okay, es dreht sich nach... Schau, also, wenn ich da drauf drehe, dann geht's das nach rechts. Wenn ich da drauf drück, warte mal. Nein! Jetzt kann ich nach oben. Stimmt's jetzt? Was richtig? Rechts? Nee, war wieder falsch. Oder? Leute. Jetzt. Easy. First try, Tabea. First try. Kuss. Easy. So. Oh, also einfach sagen, oh Gott, wie kann man nur denken, Miu Miu wäre besser, 2 wäre besser als 1. LOL, das ist ein Witz, oder? So, okay. Hole in one, so ist es. Der Gedanke, dass die Maus eines Tages den Safe hacken könnte und den Käse erhält, erfüllt dich mit Entschlossenheit. Sichern, na klar, speichern mal ab. So, au, die kleine Maus da drin. Bup. Okay. Da ist ein Stück Käse in den computergesteuerten Lasersafe. Die Laser haben die Ecken des Käses schmelzen lassen. Er klebt am Teller fest. Wir möchten... Okay. Alphys aktuelle Statusmeldung. Oh Gott, sie ruinierten damit Miu Mus Charakterentwicklung. Okay. Alphys aktuelle Statusmeldung. Meine Miu 2 Rezession, Miu Miu Knuffig Süß 2, ist weder knuffig noch süß. Es ist Müll. 0 Sterne. Sehr gut. Putz es den Gott in Rätsel, Lozalil. Dankeschön. Vielen Dank für die Blumen. Hey, du, stopp. Wer redet da? Oh, die Dings. Ah, wir haben einen Hinweis über einen Menschen, der ein gestreiftes Shirt trägt. Man erzählt uns, er würde uns doch durch Hotland laufen. Ich weiß, klingt schrecklich, oder? Danke für die Donation. Dönermann! Danke für den Support, danke fürs Trinkgeld. Ildemin und ich sind die gleichen Art und Zahl.
Ja, Dönermann, aber wie komme ich denn dazu, zu der Ehre auf einmal? Wo kommt denn der Dönermann, der Indemil her? Danke dir für deinen Support auch. Dankeschön. Vielen Dank für 5 Euro. Danke dir. Dönermann, wie komme ich denn zu der Ehre? Warst du schon mal da? Noctauga. Hallo Klettersteiger. Vielen Dank, Dönermann, für 5 Euro. Danke für deine Unterstützung. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Und Fly Phoenix, danke für 100 Bits. Danke für, ich danke dir fürs Zuschauen. Danke für 100 Bits. Danke, Fly Phoenix. Dankeschön. Vielen Dank, Dönermann. Danke, mein Bauch. Vielen Dank, mein Schatz. Danke. Na, no, dankeschön. Nun bleib ganz ruhig. Ich chill hier gerade mit meinem Strickzeug. Wenn, streck meinen schönen Schal, mein Schatz. Ich wünsche dir viel Spaß und dass du schön strickst. Nun bleib ganz ruhig. Wir bringen dich dorthin, wo es sicher ist, okay? Was gibt es, Bruder? Das Shirt. Sieh dir das Shirt an. Also, was ist damit? Bruder, denkst du dasselbe, was ich denke? Verdammt, das ist nun wirklich blöd. Wir müssen dich jetzt total umbringen und so. Oh, scheiße. Oh, Königsgarde greift an, ich werde verrückt. Violina, lass uns küssen, mein Schatz. Vielen Dank nochmal. Wollte ich schon lange mal machen. Dönermann, danke dir. Vielen Dank. Dankeschön. Mei, ist es immer eine herzige Klettersteiger. Natürlich, bei uns ist er herzig. Herzige Menschen, wenn herzlich begrüßt. Klettersteiger, ha? Mein Schatz, der Dönermann, da ist er doch, der Hübsche. Okay, warte, ich rede mal. So, ich rede mit denen. Soll ich flüstern oder Rüstung saubern? Was mal? Rüstung saubern. Komm, wir machen mal was Nettes, oder? Wendelin, wir machen mal was Nettes, oder? Polieren wir, polieren. Rüstung säubern. Mach ich mal. Du versuchst, KG, Königsgarde 1, wache Rüstung anzufassen. Deine Hände rutschen ab. Hände weg von ihm. Teamangriff. Oh, oh Gott. Oh, oh. Ausweichen. 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 ah, scheiße, ich hab mal getroffen. Schweiß tritt aus 0-2s Rüstung. Flüstern? Was soll ich tun? Säubern beim zweiten. Ah ja, warte mal, beim zweiten auch noch. Rüstung säubern bei ihm. Du säuberst Königgarde 2 Rüstung. Der kühlende, der Schmutz wird abgewaschen. Also, du bist tot und so. Es wird wärmer. Okay, da. Ich muss das berühren. Ich muss das berühren. Okay. Halt das nicht aus. Rüstung zu heiß. Oh. Ladies, jetzt wegschauen. Wegschauen, Ladies, wegschauen, Ladies. Wegschauen, Ladies, wegschauen, Ladies. Jetzt wird's hot. Ich weiß noch ganz genau. Jetzt wird doch gerade jetzt... Komm, König, jetzt rein. Weg. Leute, jetzt. Ladies, schaut's weg. Ihr dürft nur mich anschauen. Okay, Leute, schaut's weg. Hot, ja, das weiß ich doch. Okay, viel besser. KG1 sieht aus, als würde ihm etwas beschäftigen. Bestimmt sind die Rüstungen wegen uns heiß. So ist es. 100 Pro. Jetzt, wo es spannend wird. Okay, flüstern. Was ist hier, Ani? Jetzt, wo es spannend wird. Okay, tja. Flüstern? Du forderst KG1 auf, ehrlich mit seinen Gefühlen zu sein. Vorsichtig. Oh, scheiße. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Kumpel. Ich kann nicht. Ich halte das nicht mehr aus. Nicht so. Also, 02. Ich mag dich wirklich. Sehr, Bruder. Die Art, wie du kämpfst. Die Art, wie du redest. Ich liebe es, mit dir Teamangriffe zu machen. Ich liebe es, hier mit dir zu stehen und unsere Schwerter synchron zu schwingen. 02, ich will immer bei dir sein. Punkt, 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 Punkt. Puh, Bruder, dieser Mensch hat mein Gehirn kontrolliert. Was habe ich gerade gesagt? Es ist alles so wirr. 01. Ja, Bruder. Möchtest du vielleicht ein Eis essen gehen? Hä? Nach all dem. Naja. Natürlich, Kumpel.
01 und 02 sehen einander sehr glücklich an. Die Liebe hat gesiegt. Wie bei uns Chat, wenn wir uns in die Augen schauen und dann... Genau so ist es. Ne? Die Liebe hat gesiegt. Skadi, zwischen dir auch und mir auch. Vielen Dank für deine Monate, Skadi. Dankeschön. Die Liebe hat gesiegt, meine Schätzels. Na, da haben wir es doch. So. Schwerter synchron schwingen. Wem kann ich da fragen? Den Antonius. Aktuelle Shuttleman. Ups, ich warte, wie sich der Mensch anstellen wird. So. So. Top 10 Sendungen, die euch eure blöde Arbeit vergessen lassen. Ich hätte gern Knoblauch, Kümmel, Nusseis. Oh, herrlich. Gabriel, du kleiner Feinschmecker, du. Wo bin ich jetzt? Ring, ring. Oh, scheiße, wo bin ich jetzt? Okay, ich bin zurück. Ein weiterer finsterer Raum, was? Keine Sorge. Überlass das nur mir. Ich bekomme das schon hin. Ernsthaft jetzt? Wer ist Alfie? Der ist Alfie. Oh ja! Guten Abend, Schätze und Schnuckis! Wie, das ist wie Ben? Ey, hier ist Metaton, der live für euch aus dem MTG News Studio berichtet. Eine interessante Situation ergab sich im Ost-Hotland. Glücklicherweise ist unser Reporter für euch live vor Ort. Geschätzter Reporter, finde bitte etwas Berichtenswertes. Unsere 10 wundervollen Zuschauer warten auf dich. Oh, ich muss jetzt weitergehen. Okay. Oh! Es ist ein komplett unbeschriftetes Glas Wasser. Aber aus allem kann man eine gute Reportage machen, mit genug Elan. Darüber berichten? Natürlich, na klar, berichte. Aufgepasst, Zuschauer! Unser Reporter hat ein Glas Wasser gefunden. Aber das Erstaunliche an diesem Glas Wasser ist... Was ist es? Wie uninteressant es ist. Wie alle Gläser Wasser besteht es aus Wasser, Glas, Nitroglycerin. Moment mal. Das ist gar kein Glas Wasser. Das ist... Es ist eine Bombe! Oh. Oh nein! Diese Reportage entwickelt sich zu einem Desaster. Aber keine Sorge. Du hast noch nicht den Rest in diesem Raum gesehen. Noch nicht. Oh. Oh! Scheint, als wäre alles hier eine Bombe. Der Hund ist eine Bombe. Oh. Almaid Max, danke fürs Gift-Sub an Exi Live. Dankeschön. Florid? Achso. Hallo, du wilder Typ. Habe deinen Rust-Auftritt sehr gefeiert, vor allem die Heli-Aktion mit der Base. Ich hab den Luft gesprengt, Schweine-Base. Damon, ich hab den Luft gesprengt, die Kack-Base. Dankeschön, vielen Dank. Damon, danke für den Follow, vielen Dank. Der hat den Luft fliegen müssen. Die war im Weg, die war schier. Damon, danke dir. Der Basketball ist eine Bombe. Oh, und oh, meine Worte. Oh, seine Worte waren auch eine Bombe. Geschätzter Reporter, wenn du nicht alle Bomben entschärfen kannst, wird dich diese große Bombe in 2 Minuten in Fetzen reißen. Dann berichtest du nicht länger live. Wie fürchterlich. Wie verstörend. Unsere neuen Zuschauer werden sich das mit Vergnügen anschauen. Viel Glück, Schnucki. Oh, scheiße, was mach ich jetzt? Ring. Keine Angst. Ich habe dir ein Bombenentschärfungsprogramm auf dein Handy geladen. Benutze die Entschärffunktion, wenn die Bombe in der Entschärfenzone ist. Jetzt, frisch ans Werk. Oh, scheiße. Du hast 120 Sekunden Zeit. Hilfe. Oh, die Bombe. Was muss ich tun? Entschärfe den Hund. Achso, wenn er da drin ist. Okay, warte. Entschärfen. Da, wenn er da. Entschärfen. Du, Hund entschärft. Wunderbar. Leute, ich habe Hund entschärft. Okay. Klasse, sieh dich weiter im Raum. Nimm als nächster die Bombe links unten. Da ist... Achso, da links unten. Okay, okay. Oh, scheiße, da muss ich gehen, stehen, gehen. Okay, so. Oh Gott, Leute, das ist knapp. Woher weißt du, wie viele Zuschauer du hast? Keine Ahnung. Halt doch deine Schnauze. Okay, hier. Easy, Bombe entschärft. Okay. So. Weiter. Hopp, weiter. Okay, easy. Okay. 72 Sekunden, Leute. Oh, was ist... Ist das auch eine Bombe? Ich habe keine Ahnung. Warte, ich ist da oben. Warte, ich geh mal da... Oh, da, da ist ein Geschenk. Geschenk entschärfen. Geschenk entschärfen. So, okay, Bombe entschärft, okay. So, links. Das ist doch sicher auch eine Bombe, oder? Okay, danke, Katro, für 3 Monate. Dankeschön, mein Schatz, vielen Dank. Okay, Moment, ich geh mal weiter. Hallo, wo gehe ich hin? Da ist doch das Wasserglas. Hä, wie soll ich das machen? Renn. Da, okay, hab. Da. Extra agiles Wasser. Nein, entschärf Wegeschlank. Nein. Wusch! Oh, halt die Schnauze! Die Bombe ist noch aktiv! Ja, dann...
Okay, easy. Bombe entschärft. Habe ich jetzt alles? Super! Es fehlt nur noch die Bombe rechts unten! Scheiße, rechts unten. Oh Gott. Ah, da. Das da. Okay, hab's. Okay, komm. Oh, komm. Skip-Bombe. Easy. Okay. Ja! Ja! Könnt ihr mir die Bilder mit vorstellen? Die machen doch schließlich alles für relevant. Gut, gut gemacht, Schnucki. Du hast alle Bomben deaktiviert, Bomben deaktiviert. Ohne Entschärfung wäre die große Bombe in 2 Minuten hochgegangen. Jetzt wird sie nicht in 2 Minuten explodieren. Stattdessen explodiere ich in 2 Sekunden. Tschüss, Schnucki. Oh, scheiße. Oh, oh. Gut gemacht, danke. Sieht so aus, als würde die Bombe nicht hochgehen. Ring! Das ist weil, während du geredet hast, habe ich... Oh nein, du hast die Bombe gehackt und entschärft. Ja, genau das. Verflucht! Scheint, als wären meine Pläne ein weiteres Mal vereitelt worden. Verflucht seist du, Mensch. Verflucht seist du, Dr. Alphys, weil du ihm geholfen hast. Aber ich verfluche nicht meine 8 wundervollen Zuschauer fürs Einschalten. So wie bei mir. Wie viel sind wir gerade? Ich habe die Zuschauer... Wir haben gerade 730. Für die verfluche ich alle nicht. Aber ich verfluche nicht. Okay. Ich verfluche euch alle nicht, weil ich euch liebe. Ich küsse euch. 8. 4 insgesamt. Okay. 4. An meine 4 Zuschauer, die verfluche ich nicht. Top. Bis zum nächsten Mal, Schnucki. Wow. Wir haben es ihm richtig gezeigt, oder? Hey, ich weiß, ich war erst etwas sonderbar. Das kenne ich von meinem Chat. Die sind alle ein bisschen komisch, aber dann sind's lieb. Aber ich denke, ich werde mehr und mehr, mehr sicher, dich zu lotsen. Also keine Angst vor dem großen, bösen Roboter. Ich beschütze dich vor ihm. Und sollte es wirklich dazu kommen, könnten wir einfach, schon gut, bis später. Ja, am Anfang sind sie alle ein bisschen merkwürdig, denkt man sich, weiß, wir sind nicht so cool. Aber dann mag man sie, ne? Dann sind sie auf einmal lieb. Dann wickelt man es und dann bringt man ein Rechnen bei, Mathematik, ne? Bringt man bei und dann läuft's. So, kann ich da jetzt vorbei oder wie? Wo muss ich jetzt hin? Dann läuft's, ne? Dann tun's langsam Bruchrechnen. So schnell werden sie wachsen. Delta zum Beispiel hat lange gebraucht, aber jetzt kann er Bruch rechnen. Super. Und dann kommt Beast, der macht alles von lieb hinüber. Von wegen lieb hinüber. Wickeln, ja klar. Oh, da ist das Labor. Wann bin. Was sagt das über den Stream aus, wenn die Zuschauer komisch sind? Weiß ich nicht. Lady hat für mich. Danke für 4 Monate. Danke, Tier 2. Dankeschön. Vielen Dank. Warte, bin ich nicht lieb. Vielen Dank, Lady für mich. Ring. Ich habe bemerkt, dass du in letzter Zeit nachdenklich gewesen bist. Hast du Angst davor, Asgore zu treffen? Miss Tanit, dich liebe ich sowieso. Nun, keine Angst, okay? Der König ist ein sehr netter Kerl. Ich bin sicher, du kannst mit ihm reden. Und mit deiner menschlichen Seele kannst du die Barriere passieren. Also keine Angst, okay? Denk einfach nicht mehr daran und lächle. Okay. Kommt jetzt einer der schönsten Momente im Spiel? Kommt der jetzt? Nico, du weißt, wovon ich rede. Sag nicht was, aber sag nur ob. Du weißt vielleicht, welchen ich meine. Einer meiner absoluten Favorite-Momente, aber ich weiß nicht, ob der jetzt kommt. Was sagt der Iras? Ich bin nicht merkwürdig, ich bin anders. Oleg, du bist da vor allem schön. So. Rechts, 2. Iras, was ist los mit dir? Was ist mit Iras? Ich sehe die ganze Iras. Was hat der Iras gemacht? Okay. Oh, da war ich schon. Hey, Moment. Sind gerade die 2 Hunde da? Ne, okay. Der macht nur Faxen. Bekloppt ist besser als normal, so ist es. So, da haben wir doch den Tremor, steht da wieder unten. Wo muss ich hin? Er kann Mathe. Na, der Iris kann... Links 2, links 3? Das kann ich nur zurückgeben. Hey, Oleg, Kuss. Küsschen an dich. Und dann, ne? So, wo gehen wir hin? Ah, ich glaube, ich bin richtig. Hab nur gesagt, dass ich Mathe nachhilfe. Du bist nach. Oh! Ich glaube, das ist auch ein sehr cooler Moment. Willkommen in meiner Stube, Liebling. Interessiert an einem Spinnengebäck? Alle Einnahmen gehen an echte Spinnen.
Sind wir, Leute, warte, ich nehme mal die Hundereste, werfe ich mal weg. Ich habe so viele Hundereste. Dann, wir müssen ein bisschen ins Inventar, weil einen brauchen wir. Einen Hunderest, weil der kann uns nämlich das Leben retten. Ein Hunderest. Wir brauchen unbedingt einen. So, du legst, okay. Schau dir die Netze an, um einzukaufen. Okay, ne, wir sind nicht nett zu spinnen. Ich habe einen Donut gekauft. Ich wollte nicht, aber das Mädchen, selbst nachdem ich Nein sagte, starrte sie mich einfach so merkwürdig an und leckte über ihre Lippen. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Okay. Was haben wir da? Ein Schild. Spinnenkuchenbazar. Alle einnehmen gerne echte Spinnen. Okay. Spinnendonut. Wo sind denn die Ölchecks unter euch? Das habe ich doch nicht. Okay, ich mach mal ja. Du hast nicht genügend Gold. Okay, was haben wir da? Spinnenmoos für... Oh, der Pinselquer. Cool. Es waren die Hundereste, die dich gerettet haben. Es war der Spinnendonut, den hast du schon verbraucht. Oh, ich werde es auch so schaffen, Nigigul. Vielen Dank für 100 Pinsel, Dankeschön. Ich habe kein Geld mehr. Scheiße. Ich kann nichts mehr kaufen. Das ist ja alles schweineteuer. Es ist ein Spinnendonut, das sieht das gummiartig aus. Miss Martin und mein Herzschicks. Wie geht's denn, mein Schatz? Hallo, Bruder, ich freue mich wieder auf die Vorlesung für dich. Miss Martin, du hast schon viel verpasst, aber schön, dass du da bist. Warte, es ist nur ein Croissant. hallo, Miss Martin, danke für 18 Monate, jetzt kennen wir schon so lange. Jetzt kommt einer der besten Songs. Kann man noch abspeichern? Vielen Dank, Miss Martin. Ring, ring. Hi, Alf ist hier. Dieser Raum ist genauso wie der vorige Raum, den wir vorgesehen haben. Es gibt zwei Rätsel im Norden und im Süden. Um weiterzukommen, musst du beide lösen. Ebenfalls möchte ich dir sagen, ich mag es nicht, einfach so Rätsellösungen zu verraten. Falls du aber Hilfe brauchst, ruf mich einfach an. Ruf mich an, okay? Tatsächlich, warte, ich habe eine Idee. Lass uns auf Andernet befreundet sein. Dann kannst du mich einfach anstupsen, wenn du Hilfe brauchst. Warte, wir sind bereits Freunde, oder? Ich habe dich dort angemeldet, richtig? Du hast die ganze Zeit meine Posts gelesen. Nun, ich hoffe, du stimmst mir zu wegen Mew Mew 2. Okay, Miss Martin, hallo mein Schatz. So, okay. Gut, das ist das zweite Rätsel. Wir müssen eins oben, eins unten lösen. Ne? So, ich probiere das im Schnelldurchlauf zu machen. So. Achso, da darf ich mich wieder nicht bewegen. Alter, was, what the fuck? Alter, scheiße, bin ich schlecht. Okay, easy. Ring, ring. Hey, das hat nichts mit helfen zu tun, aber... hey, möchtest du mal eine Fernsehsendung zusammen gucken? Natürlich. Wenn der Hauptsala so süß fragt. Irgendwann. Sie heißt, Mew Mew Kissy Cutie. Natürlich, na klar, na da schau ich doch, Chat, natürlich. Wirklich? Oh, sie ist richtig gut, meine Lieblingssendung. Es geht um das menschliche Mädchen namens Mew Mew, die Katzenmama, die Menschen hier nicht. Also, ich sehe sie einfühlsam, aber dann letztendlich begreift sie, dass es nicht auf ihre Ohren ankommt. Und ihre Freunde mögen sie unangeachtet in ihre Ohren, es ist zu bewegen. Wups, Spoiler aus dem Krieg, das ist merkwürdig, aber sie hat die Kraft, die Gedanken von jedem, den sie küsst, zu kontrollieren. Sie küsst Leute und kontrolliert sie, um ihnen zu helfen. Sie erinnert sich an nichts an, nachdem sie geküsst wurden. Aber wenn sie mit dem Kuss nicht trifft, dann... Also ich meine natürlich eventuell merkt sich das Leute zu kontrollieren. Okay gut, ich habe fast die ganze Sendung gespoilert. Aber ich denke, du wirst sie sehr mögen. Wir sollten sie nach dem hier anschauen. Würde ich jetzt auch. Ruf mal Papyrus an. Ich ruf mal Papyrus an. Okay. Was habe ich da denn? Dimensionsbox A? Ah, ich kann das hin und her schicken. Dann gebe ich doch die diffuse Brille ab. Mal mehr Platz. So, okay. Handy. Ich ruf mal den Papyrus an. Ring, ring, ring. Laser auf Bändern, ernsthaft? Hey, das erinnert mich an eine Rätselidee. Oh mein Gott, nein, warum? Ich dachte, du hast das Rätsel zu bauen. Ja, aber ich liebe es, dich wahnsinnig zu machen. Der Titel erinnert mich an Tokio-Mew. Okay. Oh, da ist wieder das Rätsel. Okay. Leute, wieder Gehirnschnapsen ansprengen. Scheiße. Fuck. Moment.
Dieses Rätsel möchte ich nur kurz erwähnen, hat noch niemand geschafft. Na, damit ihr es auch wisst, gell? Dieses Rätsel hat noch nie jemand geschafft in diesem Spiel. Außer vielleicht ich gleich. Scheiße, was sehe ich denn da? Was müssen wir machen? Der gelbe Pfeil muss auf dieses andere Dings da schießen, aber ich muss den Weg frei machen. Scheiße, wie kriege ich denn das da? Ich muss das doch nach... Hä? Wie soll das denn gehen? Das geht doch. Wie soll das denn gehen? Hat das jetzt gerade? Ehrlich? Wenn ich jetzt nach rechts ist wieder Arsch. Warte mal. Easy. So einfach wie für ein Baby. Ein Babyspiel ist das so einfach. Wie für ein Baby. Oh, Kapuzenwurm, du bist so smart. Wie hast du das gemacht? Ich erzähl's euch dann, was ist mit ihm? Du hältst an, um an den Blumen zu riechen. Natürlich. Na klar. Schon, dass du es geschafft hast. Was soll das denn heißen? Das ist ja das, warum wir die Leute zuschauen. Weil ihr gutes Gameplay geliefert wird, schnelle Lösungen, Top Entertainment. Das ist genau der Grund, warum jetzt auch der Rascal Tommy eingeschalten hat, ne? Weiß ich doch. So, wir gehen nach oben. Oben ist noch das nächste Rätsel, haben wir doch gehört. So. Okay. Gib mir was von deinen Gitarren, da kann ich da mal viel abgeben. Oh, scheiße. Oh nein. Oh Gott, wir haben nichts mehr. Soll ich fliehen, Chat? Weil ich habe 3 HP, ich bin am Arsch. Kann ich fliehen auch? Kann ich fliehen auch? Putzi merkt erst zu spät, dass es bereits gelöst hat. Thunderblade, it's not like you, Bug. Ich habe kein Leben mehr. Risiko. Ich lauf mal weg. Fliehen. Komme nicht in die Quere. Verletzt, ich helfe dir. Oh, scheiße. Okay. Manchmal hat man eben nicht... Shit. Okay, ich muss mich heilen. Ich esse, glaube ich, einen Hotdog. Hotdog? Okay, ich esse einen Hotdog. Du isst den Hotdog. Hab ich vollständig geheilt. Es ist nicht, also ich mag dich. Initiative Hilfe. Okay. Ich glaube, wir müssen gegen die kämpfen. Oh, das, okay, wir umarmen. Du umarmst Vulcan, erwärmt dein Herz und deinen ganzen Körper, auch deine Verteidigung sinkt. Ah, so lieblich. Idiot. Okay, so. Scheiße. Oh, komm jetzt. Okay, auf den Einhammer. Es ist nicht, also, ich mag dich. Okay, ausweichen. Er ist halt stark. Ich muss mit ihm flirten. Du erzählst Thunderplane, dass du ihren Film- und Büchergeschmack machst. Das macht die Odette auch so gerne. Du Irrer. Okay. Oh, scheiße. Das könnte es gewesen sein. Okay, ging. Thunderplane nähern. Du näherst dich Thunderplane, kommst aber nicht zu, Noah. Mensch. Ah. Ich heile ich mich? Ja, Thunderplane zeigt dir eine herablassende Fassrolle. Wunderbar. Verschont. Sehr gut, Leute. Easy. Easy, Miss Matt. Ich will wohl keinen gehen. Umarmen. Ich friere immer so. Okay, nächstes Rätsel da oben. So, gut. Leute, weiteres Rätsel werde ich easy peasy gleich lösen. Damit das gleich wisst. Na, so. So, das muss da nach hinten. Warte mal. Da, so. 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 Das war schlecht. Ich hab's gerade verhaut. Ja. Ja. Ich hab's. Scheiße. Okay, nochmal. Ich hatte es fast. Ah, fuck. Okay, nochmal. Das muss da hinten. So. Dann. Da. Moment, ich muss überlegen. Fuck! Wieder falsch. Dammit, ich bin in. Hallo? Warte mal. Ich hatte es gerade. Fuck! Leute, ich bin unter Kontrolle. Also, deine Skills kann man nicht in Amy's Martin. Jetzt wird mir aber warm ums Herz. Scheiße, warte mal. Ach, oh Gott, Leute, ich hab's komplett verhaut. Warte mal. Das muss da nach hinten.
Leute, ich bin ja gerade voll im Gamer. Nicht zu viel nachdenken, einfach machen. Warte mal, warte. So. Ha. Leute, ich brauche Hilfe. Oh, warte mal. Nach oben ist schlecht. Kann ich runter? Ah. Warte. Ja, ja, ich überlege gerade, aber ich komme nicht drauf, glaube ich. Ich komme nicht drauf. Fuck! Wo müssen die Schwarzen hin? Der gelbe Pfeil muss durchschießen können und ich habe nur einen Schuss und ich muss die schwarzen Dinger blockieren, dass der Weg frei ist. Viermal um eins verschieben. Oh, warte mal. Da. Rechts. Fuck, das ist Arsch. Runter und rechts. Ja, ihr habt leider ein Delay. Ich habe schon lang verstellt. Es muss auf jeden Fall der einer da drin sein. Dort ist es vorhin fast. Bestimmt. Da nach rechts. Scheiße, ich glaube, ich habe es komplett verhaut. Leute, Hilfe. Nein, viermal um eins daneben. Was, wem? Warte mal. Warte. Nein, oh. Ich kann nicht nach rechts. Fuck. Ich hasse alles. Außer euch. Okay, ich verlasse den Raum nochmal. Okay. Ich lasse... Leute, jetzt. Jetzt smart vorgehen. Okay. Rauf. Na, rauf. Hab ich gesagt, lies viermal, um einzuschieben. Wenn du rausgehst, gesetzt das Rätsel. Genau. Mach ich so. Ja, mach ich so. Na, also ich will euch ja nicht auf die Folter spannen. Na, da haben wir es doch schon. First 3. Na klar, wen haben wir da? Mein liebster Metaton-Moment. Immer wenn alles schlecht aussieht, bleibt er positiv. Zum Beispiel, wenn er in der Kochshow ist und die Eier nicht richtig rauskommen. Wunderbar. Mein liebster Metadon-Moment ist, wenn er die leicht füßigen Bösewichte platt macht. Selbst wenn er während etwas, das eine Quizshow sein sollte, passiert. Na gut, Putzi wollte nur nicht so angeben. SG, du kennst mich, ich merke schon, du bist einer der... Du schaust schon zu lang zu. Du kennst mich bereits zu gut, ne? Das ist es. Du kennst mich. Du weißt, wie es ist, SG. Und, danke dir, gell, SG. Das ist aber... Da weiß man nämlich, der weiß, dass das bei mir immer so läuft. Na, ist ganz klar, ganz klare Sache. Was ist der Lieblingsmetaton-Moment? Als er nackt wurde. So. Warte jetzt. So. Wir gehen rein. So. Leute, jetzt kommt eine der besten Bossfights. Der Geruch von Spinnwim erfüllt die Luft. Du bist erfüllt von den Schlossnerd. Okay. Meine Putzels, ich weiß nicht, ob ihr ready seid. Seid ihr ready? Tom König, Hellchen! Rascal Tommy, Tabea, Miss Martin, die Kinder von der Miss Martin, Zwei-Hasi, die Kinder von der Zwei-Hasi, nicht das Kind, die Oma von der Zwei-Hasi, seid ihr ready? Wir sind immer ready. Dann, aber sowas von Birdie, das wollte ich hören. Birdie, das ist zum Anfang. Schaust du Anime oder liest Manga? Ja, aber gerade nicht aktiv. Oh, wir schauen gerade Demon Slayer, nur und ich. Einer der besten Soundtracks, genau. So, jetzt kommt einer der schönsten Momente. Uhuhuhu. Hast du gehört, was sie gerade gesagt haben? Niki Power auch dabei. Hallo, mein Schatz. Sie haben gesagt, ein Mensch mit einem gestreiften Shirt würde kommen. Ich hörte, dass sie Spinnen hassen. Ich hörte, sie lieben es, auf sie draufzutreten. Hallo, LKW-Mechaniker, Küsschen an dich. Ich hörte, sie reißen ihnen gerne die Beine aus. Ich hörte, sie sind außerordentlich geizig mit ihrem Geld.
kann ich über die Oldie nicht behaupten, zum Beispiel. Uhuhuhuhu. Du denkst, den Geschmack ist zu kultiviert für unser Gebäck, nicht wahr? Uhuhu. Diese Ansicht kann ich nie nicht durchgehen lassen. Ich denke, dein Geschmack ist genau, was die nächste Charge braucht. Uli, vielen Dank, du weißt eh. Leute, einer der besten Soundtracks. Muffet hält dich gefangen. Okay, wir reden mal mit dir. Also, was soll ich? Soll ich sie mal bezahlen? 10 Gold? Ja. So, ich bezahle mal. Komm, wir gönnen mal. 10 Gold, wir gönnen mal. Komm, wir gönnen mal. Ha? Vielleicht, ich weiß nicht mehr, wir haben 1057 Gold. Da können wir nochmal 10 abdrücken, oder? Bezahle 10 Gold. Mach mal. Du bezahlst 10 Gold. Muffet reduziert den Angriff für eine Runde. Okay, zahlen bringt nichts. Ist wurscht. Schau nicht so traurig, mein Liebes. Lila. Oh, scheiße. Oh, Gott. Okay. Ich denke, Lila steht dir besser. Du bist in einem merkwürdigen lilafarbenen Netz gefangen. Muffet, zappeln. Du strampelst, um aus dem Netz freizukommen. Muffet kichert amüsiert. Warum so blass? Du solltest stolz sein. Oh, okay, wir müssen den ausweichen. Ne? Siehst du, neues Kampfsystem, wir müssen den jetzt so ausweichen. Ne? Einfach diesen Ding rauf, runter. So, Muffet, übergieß dich mit Spinnen. Zappeln. Du strampelst, um aus dem Netz freizukommen. Muffet lacht laut und klatscht. Hallo, Herr Greg, Grundmann, ich tapp, ich tappe meine Hose. Wie geht's denn, mein Schatz? Muffet lacht laut und klatscht. Stolz, dass du einen leckeren Kuchen abgeben wirst. Ach, okay, hopp, easy. Muffet, übergieß dich mit Spinnen. Zappeln. Du strampelst, um aus dem Netz freizukommen. Muffet ist von deinem Mädchen so amüsiert, dass du einen Rabatt bekommst. Na wunderbar, wie bei HelloFresh. Dich gehen lassen, sei nicht albern. Okay. Okay. Muffet tanzt synchron mit den anderen Spinnen. Okay, zappeln. Du strampelst, um aus dem nichts passiert. Okay. Deine Seele wird jede Spinne sehr glücklich machen. Okay. Okay, easy. Muffet übergießt dich mit Spinnen. Du strampelst, um aus dem Netz freizukommen, nichts passiert. Wie unhöflich von mir. Ich hatte fast vergessen, dir mein Haustier vorzustellen. Es ist Fütterungszeit, nicht wahr? Viel Spaß arbeiten. Okay, Leute, jetzt. Oh, da ist das Haustier von ihr. Okay, okay, wir müssen nach oben. Oh Gott. Okay, nach oben. Oh, einer der coolsten Bossfights überhaupt. Chat, schaut's genau hin. Okay, Muffet räumt das Netz um dich herum auf. Easy. Okay, Muffet, zappeln. Schneller Putzi. Du schrampelst, um aus dem Netz freizukommen. Nichts passiert? Die Person, die uns von dir gewarnt hat. Oh, okay. Easy. Oh, scheiße. Alle Spinnen klatschen zur Musik. Wie meine Zuschauer gerade. Die gehen gerade daheim ab, die Oma fragt schon, was ist los mit euch. Singen voll süß aus. Zappeln. Du strampelst, um aus dem Netz reinzukommen, nichts passiert. Uns wurde eine Menge Geld von deiner Seele angeboten. Okay. Oh, scheiße. Nope. Okay. Muffet übergießt dich mit Spinnen. Zappeln. Okay. Du strampelst, um aus dem Netz freizukommen, nichts passiert. Sie hatten so ein süßes Lächeln und oh. Okay. Scheiße. Oh Gott. Okay. Gut. Okay. Wir haben noch. Ich glaube, ich heile mich gerade immer mit dem Leben. Seht ihr, mein Leben geht immer pro Runde einmal hoch. Ich glaube, das liegt an den Rüsseln, die ich anhab. Muffet, übergieß dich mit Spinnen. Zappeln. Du strampelst um aus dem Netz. Es ist komisch, aber ich schwöre, ich habe sie in ihre Form ändern sehen. Okay. Oh. Easy. Gar kein Problem. Raskel, Tommy. Okay. Muffet tanzt synchron mit den anderen Spinnen. Okay. Zappeln. Du strampelst, um aus dem Netz reinzukommen. Oh, es ist Essenszeit richtig und ich habe vergessen, mein Haus zu füttern. Okay. Oh, scheiße. Fuck, okay, das war's. Oh, scheiße. Oh. Nein, bitte nicht. Ich habe zwei... Oh Gott, nein.
Nein. Nein! Oh, das ist so stark! Aber das... Ah, fuck! Ah! No! Du wirst schon wieder... Butzi! Bleib entschlossen! Ah, fuck! Ah, Leben am Limit. Ja, Mann, ey, die machen auch viel Schaden, die Schweine. Wo bin ich denn jetzt? Die machen auch viel Schaden. Zahle ihr mehr Geld. Ja, man kann ihr Geld zahlen und dann werden die Angriffe schwächer. Schade. Ja, es ist halt, das Leben ist halt kein Wunschkonzert. Das Leben ist kein Wunschkonzert, Audi, du weißt doch, was ist. Du weißt doch, was ist. Wir wollten doch alle mal ausgemacht werden. Na, jetzt sitze ich daheim und schreie. Na, was? Es ist halt so. Es ist halt so. Na, was soll ich sagen? Na, so, ich hörte. Ja, haben wir schon gehört. So, positiv zumindest nochmal Musik, so ist es. So, ein zweifellos geiziger Mensch. Ja, haben wir schon gelesen. Jetzt ist ja auch wieder Game Over Screen aussieht. So sieht's aus. So sieht's aus. Zappeln. So. Okay. Gut. Der erste. Na gut, da können wir gar nichts machen. Ja, nochmal die Musik. Fun Fact: Der Name Muffet ist inspiriert von den Kinderreim Little Miss Muffet. Kenne ich nicht. Ich denke, Lila steht dir besser. Okay. Du bist eine merkwürdige. Okay, gut. Zappeln. Okay. Da, ba. Okay, wir müssen ein paar Runden einfach überleben. Kein Problem. So, Muffet ist von deinem Mätzchen stolz, dass du einen leckeren Kuchen abgeben wirst. Ahu. Okay. Okay. So. Muffet, zappeln. Du strampelst, um aus dem Netz freizukommen. Nichts passiert. Der Kampf wirkt aber auch irgendwie viel schwieriger als die anderen. Da kommen noch richtig schwere Kämpfe. Dich gehen lassen, sei nicht albern. Da kommen noch richtig schwere Kämpfe. Richtig geile Kämpfe. Wo man gar nicht glaubt, dass das... Weil die Kämpfe sind so kreativ. Ich mag an dem Spiel, dass die Kämpfe so kreativ sind. Jeder Kampf ist anders und so simpel und trotzdem nice. Na, Sternenblut, du tust mir gut. Schön, dass du da bist. So, okay. Es ist Fütterungszeit. Ich mag viel Spaß, ihr beiden. Okay, da kommt jetzt die Spinne. Müssen wir aufpassen. Ich habe Angst vor Spinnen. Manche Leute sind ja so verrückt, dass sie Spinnen als Haustier haben. Also Sven, nicht ich. Na, da haben wir es noch. Geowolvax, wie geht's damit, Schatz? Ich habe noch nicht Delta Rune gespielt, aber ich will es noch spielen. Ich hoffe, ist der an die Leute, die Delta Rune schon gespielt haben, nicht spoilern, weil ich will das selber noch spielen. Ich werde es auch im Stream wahrscheinlich spielen. Aber ist es gut? Ist Delta Rune gut? Hab auch richtig Angst vor denen. Oh, scheiße. Oh, ich habe nicht aufgepasst. Ich tapp. Okay. Aber ich heile mich hier um eins. Okay. So. Zappeln. Okay. Ey, uns wird eine Menge Geld für deine Seele angeboten. Okay. So, bam. Ja, auf jeden Fall. Ist wirklich gut. Zappeln. Sie erhalten so ein süßes Lächeln und ach. Okay. Da, scheiße. Okay. Ausweichen. Wenn Spinnen aussehen wie Muffet, wäre es schön. Ja, dann hätte ich auch keine Angst. Zappeln. Ich zappel weiter. Okay, so. Hoch. Runter. Rauf. Runter. Rauf. Hoch. Genau. Zahlen. Ja, soll ich jetzt schon zahlen? Ey, zahl mal 5 Euro. Ha? Allein für die Musik würde ich Delta Rune schon kolonnen. Habe ich noch nie gespielt. Wie gesagt, du bezahlst 5 Gold, Muffin reduzieren, dann Angriff für eine Runde. Oh, und es ist Essenzeit, richtig? Und ich habe vergessen, mein Haustier zu füttern. Hä, ist jetzt schwächer? Das ist genauso stark wie vorhin. Das hat ja gar nichts gebracht. Okay. Okay. Hopp, ich habe irgendwie jetzt Bock auf einen Erdbeershake. Ich auch. Weil die Lady Erdbeermilch immer da ist, gell? Die Süße. Warte so. Oh. Okay. Easy. Vielleicht macht es weniger Damage. Kann sein. Kann natürlich sein. Alle Spinnen klatschen zur Musik. So. Zappeln. Du strampelst, um aus dem Netz frei zu... Also, okay. Mit diesem Geld können die Spinnen ganz endlich wieder frei werden. Okay. Scheiße. Easy. Hab gar nicht geweint. Könnte never eine Spinne als Haustier haben. Ey, ich auch nicht. Muffet, übergießt dich mit Spinnen. Zappeln. Du strampelst. Jupp. Hast du es nicht gehört? Spinnen waren über Generationen in den Ruinen gefangen. Okay. So. Fuck. Ah! Okay, wir müssen ein Item nehmen. Ich habe keine Items mehr. Sprichst du, Muffet, jetzt Französisch oder mit Pi-Akzent? Französisch. Die ist nicht Französin, das sehe ich doch. Scheiße, ich habe nichts mehr. Hundereste. Du verwendest Hundereste.
Der Rest eines Inventars wurde mit Hunderest. Ich muss... Oh, scheiße. Selbst wenn sie unter die Türe gehen, Snowdens fatale Kälte ist unpassierbar. Oh Gott. Leute, jetzt ist es... Oh, ich hab's noch geschafft. Ich hab es geschafft. Komm, gib mir einen Salat. 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 Ja, Salat. Ja, Salat. Ich habe mir noch nie so einen Salat. Ich wollte Hundesalat nehmen. Jawohl. Jawohl. Du isst den Hundesalat. Oh, ein Kläffen. Hab ich vollständig geil. Bam. So muss man machen. So muss man machen. Luzi. Luzi. Aber mit dem Geld für deine Seele gönnen wir uns und eine beeizte Limo mieten. So ist es. Oh, komm. Ey, komm. Ey, hallo, was soll ich denn tun, alle? Okay, ich werde jetzt alle Hundereste nach und nach verwenden, denn ich muss ja eh nur ausharren. Ne? Das ist das Einzige. Und ich muss hoffen, dass ich nochmal einen Salat kriege. Du kannst ein Schneemannstück essen. Nein, das mache ich nicht. Der Schneemann will mit mir die Welt sehen. Den werde ich nicht essen. Und mit all diesen Überbleibseln, wir können einen schönen Urlaub haben. Oder können sogar ein Spinnen-Baseball-Fan bauen. Alter, komm. Das ist what the fuck? Okay. Hundesalat. Soll ich essen? Ich esse einen Hunderest. Hallo Eisdrache, mein Schatz. Schön, dass du da bist. Ich verwende einmal Hunderest, vielleicht kriege ich noch einen Salat. Eine ungemütliche Atmosphäre füllt den Raum. Okay. Aber genug davon, es ist Zeit zum Essen, oder? Okay. Oh, komm. Das ist so schwer. Ich habe keine Ahnung, ob ich das schaffe, Leute. Ich weiß, ihr sagt, ah, ne, oh, aber... Wait a Leute, komm. What the fuck, das ist ja doch... Wie soll das denn gehen? Hättest du den Salat genommen? Ja, aber ich rechne... Oh. Ich rechne halt auch nicht, dass ich halt so oft getroffen werde. Ich hatte 10 AP, das ist die Hälfte. Boah, das ist halt echt schwer. Das ist halt wirklich ein harter Kampf. Boah, ich meine, das Ding ist, ich brauche halt irgendwie noch irgendwas. Ja gut, ich habe auch nichts mit, wenn wir uns ehrlich sind, ne? Ja, scheiße, ich brauche irgendwie. Ja, aber ich muss bessere Astrofutter nehme ich mit. Hundesalat nehme ich mit, ja. Ja, ich brauche mehr Heilung, sonst kriege ich es nicht hin. Schaffen wir schon. Ey, kriegen wir locker hin. Aber es ist trotzdem ein schwerer Kampf. Und ich... Ja, okay. Ach man, wie frustrierend. Nein, also ich meine, ist ja okay. Ist halt so. Nutze Hundesalat, bis du genug Hundesalat hast. Ja, ja, genau. Das war eh die Hundereste, genau. So. Habe ich, Items. Ich muss alle Hundereste... Hundereste füllen das Inventar auf und werden mit etwas Glück zu Salat. Deswegen muss ich alle Hundereste verwenden. Na? So. Hundereste, da. Und jetzt das verwenden. Und jetzt hoffen, dass noch Hundesalat drin ist. So. Desto länger können wir den kleinen Soundtrack ballern. Ja, wir haben nur einen Hundesalat. Ich weiß auch gar nicht, ob man zwei Hundesalat haben kann, wenn man ehrlich ist. Also, wenn, weiß ich nicht. Ne? Wir gehen so rein. Wir haben jetzt mehr Essen als vorhin. Kein Problem. Easy. Kriegen wir hin. Die Quiche auch. Ich glaube, wir sollten schaffen. Wir haben 3 Heilung, wir sollten schaffen. Ich bin guter Dinge, Chat. Ich bin guter Dinge. Wir kriegen's hin. Komm rein zu mir. Kriegen wir hin. So, Hauptsache was? Guten Abend, Lady Pavian. Hallo, mein Schatz, schön, dass du da bist. Nicky Gould, kriegen wir hin. Lady Gould, es ist ganz einfach. Ich zeige euch das jetzt, wie man das leicht macht. Ganz leicht werde ich das machen. So. Kein Problem. Das wird jetzt ganz einfach werden. First try, Leute. First try. Ihr wisst, wie es bei mir ist. Ist immer bei mir das First try. Ne? First try. So, komm. Easy. Okay. Ganz einfach. So. Puh. Jetzt habe ich mir gerade an der Nase gekratzt. Okay. So. Okay. You can do this. Dankeschön, mein Chat. Leute, easy. So. Ist einer der coolsten Soundtracks, aber einer der größten Schweine auch. Also der Kampf ist wirklich schwer. So, okay. Okay, easy dabei. Bis jetzt kann ich, bin da. Ich bin da. Easy. Einfach dominierend sein, so ist es. Easy. So, komm.
jetzt kommt das Haustier. Okay. So. Okay. Okay, und jetzt nach oben. Jetzt nach oben. Chat easy. Rascal, Tommy, halt meine Hand. Ich bin nämlich gleich ganz oben. Und dann, da kommst du nicht mehr so schnell nach, wenn ich dann da oben bin. Ja? Okay. Okay. Alles gut, alles gut. Ich bin da, Leute. Easy. Kein Problem. Zappeln. So. Die Person, die... Ah ja, okay, okay, okay. So. Fuck. Boah, was ist... Das... Ah, ich hasse es. Leute, sollen wir uns... Boah, ich... Soll ich schon nehmen? Nee, noch nicht, oder? Noch nicht. Ist noch zu früh. Noch nicht, Leute. Noch nicht. Okay. Noch nicht. Ist noch zu früh. Tunnelblick. Easy. Hab ich's nicht gesagt? Easy. Nächste Runde. Die Fuchs ist noch zu früh. Tunnelblick. Hast du gesehen, die Fuchs ist Tunnelblick? Easy. Ich hab nicht mal hingeschaut. Leute, easy. Schaut's genau in Tunnelblick machen jetzt alle. Tunnelblick. Ganz einfach. Das ist so lang wie die Zuckerwatte, dieser Kampf. So, komm. Das sieht so stressig aus. Oh, Scheiße. Ach nein. Meine Nase juckt. Hallo, bitte kratzen. Okay, Funcup, meine Nase kratzen, bitte. Funcup, meine Nase. Hallo, ich hab gesagt, meine Nase kratzen. Ah! Easy. Danke fürs Nasekratzen, Funcup. Gut, Hundesalat. Rein. Oh. Hundesalat heilt aber nicht immer komplett. Das ist das Problem. Gnade kannst du noch nicht anwenden. Nee, der kann... Nee, Hundesalat... Oder heilt er komplett? Sollen wir machen oder nicht? Putz ist richtig gut. Soll ich machen? Hundesalat oder nicht? Hallo, Shakehafter, mit Schwarz. Wie geht's dir? Okay. Oh, es hat funktioniert, weil ich... Es heilt nicht immer um 100... komplett. Okay, so jetzt. Oh. Oh. Okay, easy. Okay. So, jetzt verwende ich Hunderest. Weil ich brauche Salat. Okay. Ach, oh, komm. Na, nee. Oh, du Schwein. Habe ich Salat? Nee. Dann Hunderest verwenden. Okay. Selbst wenn sie unter die Tür gehen, Snowden ins fatale Kälte. Ich glaube, da habe ich dann verloren. Alter, das ist doch nicht wahr. Gehen wir noch einmal an Salat, bitte. Ich möchte noch einmal Salat. Bitte Salat. Habe ich Salat? Nein, scheiße. Dann brauchen wir jetzt Astronautennahrung. Fun Club! Okay. Ja, oder? Astronautennahrung. Ja, nehmen wir, oder? Du isst das Astronautenfutter, PVG. Okay, Leute, jetzt. Jetzt kommt... Ja. Das ist halt wirklich nicht leicht! Ich hasse es! Boah, das ist halt stressig. Soll ich ihr eine Tasse... Leute, ich mache ihr eine Tasse... Ich gebe ihr Geld, ich bestech sie. Hier. Damit ihre Angriffe schwächer werden. Grüß zurück, schräghafte Kuss. Und mit all diesen Überbleibseln, wir können wir einen schönen Urlaub haben. Okay, ich habe... Na geil. Ey, es macht... Ey, ja. What the fuck? Was soll ich denn tun? Okay, ihre Kämpfe machen wen? Die machen... Ich bezahle sie die ganze Zeit. Ich bezahle... $35 so... Oh Gott. Okay. Soll ich sie bezahlen? Soll ich sie bezahlen, Haukles? Oder nicht, Chat? Ich habe nicht so viel Geld. Ich meine, ich habe 1000, aber... Du hast genug. Ach, da... Ich muss den Steuern auch noch zahlen, die Fuchsi. Okay. Du bezahlst 35 Gold. Muffin reduziert Ange. Okay. Aber genug davon, es ist Zeit zum Essen, oder? Okay. Gut, ich meine, das war. Jetzt. Ich meine Nase juckt zu sehr, der Blöd! Okay. Meine Nase juckt. Warum juckt meine Nase so blöd in dem Spiel? Okay. Okay. Ja, leck mich am Arsch. Du kleiner scheiß Spinnenarschloch da unten. Ich hasse dich! Du lebst noch? Oh, mein Aus, dir scheint, als wäre es Zeit für den Nachtisch. Leck mich am Arsch. Ein Telegramm von den Spinnen in den Ruinen?
Was? Sie sagen, dass sie dich gesehen haben und du hast geholfen, indem du für ihren Zweck gespendet hast? Oh nein, das alles war ein großes Missverständnis. Ich dachte, du wirst jemand, der Spinnen aßt. Ich habe die Person, die nach der Zelle gefragt hat, sie muss eine andere Person in dem Gestressenland gemeint haben. Entschuldige bitte all das. Ahu, ich mache es wieder gut. Du kannst hierher zurückkommen, wann immer du willst, ohne Gebühr. Ich wickle dich wieder ein und lasse dich mit meinem Austausch spielen. Ahu, ich scherze nur. Ich werde dich verschonen. Dankeschön. Vielen Dank. So, ganz kurz. Wir haben nämlich in der ersten Folge von Undertale, was ich auf meinem YouTube-Channel hochgeladen habe, ich sag's immer wieder, gab es einen Shop und dort waren Spinnen, wer sich erinnern kann. Und dort haben wir einen Donut, einen Spinnenmuffin gekauft. Und weil wir den gekauft haben, da hat sie mich jetzt verschont. Ich glaube, sonst geht der Kampf noch länger. Hm? So. Ahu. Das hat Spaß gemacht. Man sieht sich, Liebling. Du Pariser sitzt auch wegen. Was? Sitzt auch auf den Groschen wegen Glück sein, was? Ich glaube, du verwechselst mich. Null Gold natürlich macht nichts. Master Brain. Upsala. So, ich gehe mal wieder zurück. Könnte man es ohne. Ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht, ob man das ohne Kauf überhaupt schaffen kann. Ich gehe mal zurück und speichere ab. So. Ich geh mal eine Spinne ausholen. So, easy. Wart, Burgfahrer, du Süßer, wie geht's da, mein Schatz? Ne? Der Kampf endet auch, sobald du den Donut hast. Ach so, ich brauch nur den Donut. Oh, ach so. Ja, oh, hallo Spinne. Hallo. Da bist du ja, Liebling. Du bist in meiner Stube immer willkommen. Zeig dich einfach von deiner besten Seite. Uhihi. Ach so, ja, wenn ich den Donut am Anfang habe, den ich natürlich gegessen habe, dann kann man den Kampf vielleicht sogar skippen. Okay. Es ist ein Poster von Metadons kommenden Auftritt. Die tragische Geschichte zwei Liebender, die vom Schicksal getrennt werden. Das ist wie bei uns, Chat. Das ist wie bei uns. Wir sind so weit auseinander, aber so nahe. So close sind wir. Taubenkönig, Wartburg, Rasker, Taube, Mondträne, die Fuchsi, alle spüre ich sie. Ich spüre euch alle. Es scheint, als würde der Auftritt gleich beginnen. Hopsala, Odette, auch die. Ne? Flummi! Shit. Oh, dieser Mensch! Ich spüre dich auch, Luzelli. Kann das sein? Meine einzig wahre Liebe. Da haben wir es doch. Der Tobi singt für mich. Ich spür euch alle. Na klar, ganz tief im Herzen drin, Last Rave. Ganz tief im Herzen bist drin bei mir. Der glaubst du aber. Oh, meine Liebe! Bitte renne weg! Oh, mein Lieb! Lauf fort, sei still! Hä? Der König dich hier nicht will! Menschen sollen leben im Licht. Okay. Sie bringen, ach herrlich, herrlich, dich ins Verlies. Das wird blöd. Und dann stirbst du so oft. Wie traurig. Du wirst sterben. Heul, heul, heul. Das ist, wenn der Stream vorbei ist. Genauso wie traurig, dass es passiert. Das ist genauso wie, wenn der Stream ausgeht, ist es genauso. So traurig. Es ist so traurig, dass du in den Dungeon gehst. Also, leb wohl. Oh nein, was soll ich nur tun? Meine Liebe wurde in den Kerker gesperrt. Ein Kerker mit einem Rätsel, das so bösartig ist, dass mein Geliebter sicher umkommen wird. Oh, Herr, steh ihm bei dem fürchterlichen farbigen Kachellabyrinth. Jede farbige Kachel hat ihre eigene fürchterliche Funktion. Zum Beispiel bedeutet eine grüne aktivierte Kachel, dass Monster bekämpft werden müssen. Rote Kachel, nun warte eine Sekunde. Haben wir das Rätsel nicht schon vor ungefähr 100 Räumen gesehen? Es stimmt. Du erinnerst dich doch an alle Regeln, oder?
Großartig! Dann will ich deine Zeit nicht mit Wiederholungen verschwenden. Oh, und beeilst du dich besser. Falls du es nämlich nicht in 30 Sekunden schaffen solltest, wirst du von den Flammen eingeäschert werden. Ah! Mein armer Liebster, ich bin so voller Kummer. Ich kann nicht aufhören zu lachen. Viel Glück, Snooki. Oh, scheiße. Oh, mein Lieb! Ich gefallen! Fehlen wirst! Oh, du uns allen! Oh, scheiße. Bunter Grund! Fuck, in diesem Loch! Oh, scheiße. Hallo. Ach, wüsstest du? Leute, noch! Oh, scheiße, Leute, das ist vorbei. Wo soll ich denn hin? Jetzt wirst du! Oh, scheiße, Leute, ich bin nicht gegrillt! Oh, es tut mir so leid, sonst hättest du keine Zeit mehr! Oh, da kommen die Flammen, Schnucki! Sie kommen näher! Akilone, vielen Dank für Folge. Noch näher, oh nein! Gleich ist es soweit! Mechanisches Hüsteln! Ring! Ja, pass auf, ich werde dich retten! Oh, ich hacke mich jetzt in die Firewall! Hallo, Akilone, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Oh nein, wie konnte das passieren? Erneut ein vereinigter Plan durch die geniale Dr. Alphys! Verdammt. Das ist richtig. Komm schon, Metadon. Gib endlich auf. Du wirst uns nie besiegen können. Solange wir zusammenarbeiten. Dein Rätsel ist vorbei. Nun geh nach Hause und lass uns in Ruhe. Rätsel vorbei. Alphys, Liebling, wovon redest du? Hast du vergessen, wofür die grüne Kacheln stehen? Sie machen ein Geräusch. Dann musst du ein Monster bekämpfen. Nun, Liebling, dieses Monster bin ich. Ich hab's ganz vergessen. Metadon-Kräfte an. Okay, Metadon. Brüllen. Ich mach mal brüllen. Leute. Hallo, Aikilino. Wie geht's dir? Brüllen. Du schreist. Nichts passiert. Das ist es, Schnuck. Sag adieu. Oh, da ruft er an. Ist das dein Handy? Du gehst besser ran. Hey, das sieht simpel aus. Aber keine Sorge. Hallo, Metroid. Es gibt eine letzte Sache, die ich auf dem Handy installiere. Tierte, siehst du diesen gelben Knopf? Geh in das Start-Menü deines Handys und drücke den Knopf. Das Start-Menü deines Handys leuchtet. Gelb. Ich drauf, gehe ich rein. Gelb. Du drückst den gelben Knopf. Das Handy reagiert auf Metatons Präsenz. Oh, dieses gelbe Leuchten. Oh. Ich habe eine Waffe gekriegt. Aikilino, ich spiele doch kaum noch mit denen. Drücke jetzt Z. Ich knall dich weg. Bam. Jetzt haben wir... Oh. Du hast mich besiegt. Wie kann das sein? Du bist viel zu stark, etc. Oh, er geht. Ring. Warum habt ihr Stress? Nee, wir haben keinen Stress, aber wir spielen einfach nicht mehr. Es sieht aus, als hättest du ihn besiegt. Du hast dich wirklich gut geschlagen. Alles dank dir. Komm, das sage ich doch. Leute, komm. Komm, die freut sich. Alles dank dir. Was? Oh nein. Ich meine... Du warst die Person, die alles gemacht hat. Ich habe nur ein paar blöde Apps für dein Handy programmiert. Ey, das mag sich seltsam anhören, aber kann ich dich etwas fragen? Bevor ich dich traf, habe ich mich nicht wirklich besonders gemocht. Ich habe mich lang wie eine totale Versagerin gefühlt, als könnte ich nichts auf die Reihe kriegen, ohne jemanden zu vernachlässigen. Aber dich zu leiten gab mir wieder ein besseres Gefühl. Also danke, dass du mich hast helfen lassen. Muss mir erstmal besser. Ja, klar schaffe ich das, Metroid. Wie auch immer, wir sind fast am Chor. Es kommt gleich nach der MTD Zuflucht. Komm schon, bringen wir es zu Ihnen. Kennst du noch das Geheimnis, was sie hat? Ich glaube ja. Aber nicht spoilern, Nicky Ghoul. Ja, ist für Leute vielleicht cool, die es nicht wissen. Aber ich glaube. Ich
glaube, ich weiß, was du meinst. Nee, wir haben nicht, aber die spielen, ich glaube, wir haben einfach keine Zeit im Moment, Krönkel und Pan, ne? Ich glaube, mit dem Umzug und sowas, und ich glaube, es ist immer, man muss sich auch eines denken, es ist immer einfacher, alleine zu streamen. Es ist immer leichter, alleine zu streamen, ne? Also, wenn du mit einem anderen streamst, da kostet Absprache und es ist, glaube ich, weniger Arbeit, wenn man alleine streamt, ne? Wir haben keinen Stress, aber wir wollen, glaube ich, schon seit über einem Jahr wieder spielen, aber irgendwie hat sich bis jetzt, glaube ich, nicht ergeben, einfach. Also, ich hoffe natürlich selber, dass wir irgendwann wieder mal Matt machen. Auch wenn wir das, glaube ich, vor Monaten schon gesagt haben, aber ich, wenn die sagen, sie haben Bock, dann hab ich auch Bock. Aber ich glaube einfach, die haben einfach im Moment ihre eigenen Probleme und ich glaube, die müssen als erster beseitigt werden und ich glaube, dann geht's wieder los. So, okay. Okay, ich hau nochmal Rest weg. So, danke, Shepard. Danke, Shepard. Schön, dass du da bist. Ey, Wildchen, ich wünsche dir auch eine schöne Woche. Pass auf dich auf, mein Schatz. Okay, so. Hey, du bist es wieder. Das Geschäft läuft klasse. Diese beiden Leute haben all meine Eiscreme gekauft. Ich bin komplett ausverkauft. Entschuldige. Warte, ich habe noch etwas für dich. Ein großes Lächeln. Das habe ich für euch auch. Wie hört sich das an? Oh, wunderbar. Vielen Dank. Hey. Wir verschieben die Sache mit dem Töten auf ein andern Mal. Aber sag anderen nichts und so, ja? Okay. Zusammen Stream ist immer mehr geschwind, du musst dir mit allen Problemen in dem FIFA. Ja, ich glaube nicht, dass das. Ich glaube, dass es diese Absprache ist. Dieses sich anrufen und dann, hey, hast du da Zeit? Es wird wieder passieren, aber es ist einfach unkomplizierter, alleine zu streamen, als mit anderen zu streamen. Das ist es aber immer. Das wird doch immer so bleiben. Okay. So, warte mal, okay. Für dich hätte ich immer gesagt, nee, Matt, ich weiß doch. Sans. Hey, in der unheimlichen Gasse rechts gibt es ein paar tolle Angebote. Da gehen wir doch hin. So, ich rede mal. Hey, ich habe gehört, du besuchst den Chor. Möchtest du vorher mit mir etwas essen gehen? Oder? Leute, gehen wir? Gehen wir mit dem Sans was essen, meine Schnuckels? Wollen wir ein bisschen daten, Nicky Ghoul? Miss Tani, Todette? Ein bisschen daten, hä? Meine kleinen Zwunkeln. Die 1000% Taumkönig, weiß ich. Der Taumkönig will schon wieder daten. Na klar, dann gehen wir doch hin. Der macht einen freundlichen Eindruck. Sans, den kennen wir doch schon. Waffelchen, gut. Wunderbar. Danke, dass du mich versorgst. Das ist natürlich der geile Winterschlussverkauf in Duisburg. Gut. Wir gehen. Hier drüben. Ich kenne eine Abkürzung. Okay. Wir gehen jetzt daten. Daumenkönig, ich hoffe, du hast was Schönes an. Da wären wir. Deine Reise ist fast vorbei, wie? Du musst wirklich nach Hause wollen. Hey, ich kenne das Gefühl, Kumpel. Dennoch, manchmal ist es besser, bei dem zu bleiben, was man dir gibt. Hier unten hast du Essen, Trinken. Freunde. Ist das, was du tun musst, wirklich die ganze Sache wert? Haben meine Fans noch Sonntag auch. Nee, das wollte ich hören. Oh. Ach, vergiss es. Ich zähle auf dich, Kind. Okay. Hey. Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Ich bin ein Wachmann in Snowden-Fall, richtig? Ich halte aus schon nach Menschen. Es ist langweilig. Doch glücklicherweise gibt es tief im Wald eine riesige, riesige verschlossene Tür. Da passt der Augäst nicht durch. Das ist perfekt, um Klopf-Klopf-Witze zu üben. Eines Tages haue ich sie wieder wie üblich heraus. Ich klopfe an die Tür und sage Klopf-Klopf. Und plötzlich von der anderen Seite der Tür höre ich die Stimme einer Frau. Wer ist da? Also sage ich wie gewohnt. Feuer! Feuerwehr! Wo brennt es? Dann bricht sie Gelächter aus. Als wäre es der beste Witz, den sie den letzten Jahren hörte. Also mache ich einfach weiter und sie lacht ohne Ende. Sie ist das beste Publikum, das ich jemals hatte. Dann, nach einem Dutzend Witze, klopft sie an die Tür. Klopf, klopf! Ich sage... Wer ist da? Disco! Disco wer? Disconnected! Wow,
Ich brauche wohl kaum zu sagen, dass diese Frau extrem gut war. Wir haben uns gegenseitig über Stunden Witze gezählt. Irgendwann musste ich dann gehen. Papyrus wird ohne seine gute Nachtgeschichte recht launisch. Aber sie erzählte mir, ich solle wieder vorbeikommen. Und das tat ich. Und dann wieder und wieder. Und es hat jetzt System. Wir erzählten uns schlechte Witze durch die Tür. Und es ist super. Eines Tages fiel mir jedoch auf, dass sie kaum lachte. Also fragte ich sie, was denn los sei. Dann erzählte sie mir etwas Seltsames. Wenn jemals ein Mensch durch diese Tür kommen sollte, kannst du mir bitte, bitte etwas versprechen? Pass auf ihn auf und beschütze ihn. Eigentlich hasse ich es, etwas zu versprechen. Und diese Frau, ich kenne noch nicht mal ihren Namen. Aber jemand, der schlechte Witze über alles liebt, hat eine Rechtschaffenheit, bei der man nicht nein sagen kann. So ist es. Wer war das? War das die Mama? Verstehst du, was ich damit sagen möchte? Das Versprechen, das ich ihr gegeben habe. Hallo Himbeerchen. Weißt du, was passiert wäre, wenn ich nichts gesagt hätte? Kumpel. Du wärst zu dem Zeitpunkt bereits tot. Hey, bleib locker. Kumpel, ich mach nur Witze. Außerdem habe ich mich bei deinem Schutz nicht gut geschlagen. Ich meine, sieh dich nur an. Du bist nicht einmal gestorben. Hey, was soll dieser Blick denn bedeuten? Liege ich falsch? Witze, ja. Torel hatte einen Buch mit schlechten Witzen. Stimmt, Torel hat einen Buch mit schlechten Witzen. Er hat mit Torel geflirtet. Ist aber lieb. Hey, na? Das muss doch irgendwie... Freies Küten, du bist so eine Süße. Weil du warst einmal weg, jetzt bist du wieder da. Okay. Und Lady Edmund, mich liebe ich auch. Nun, das ist alles. Pass auf dich auf, Kind. Denn jemand sorgt sich wirklich um dich. Okay. So, okay. Früher... Ich habe auch einen guten Klopf-Klopf-Witz. Ich habe einen guten Klopf-Klopf-Witz, Chat. Guten Klopf-Klopf-Witz. Kann ich auch. Oh, Klopf-Klopf! 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 Wer ist da? Niemand, ich bin wieder davongelaufen, du stinkst! Das ist mein Lieblings-Klopf-Klopf-Witz. Das ist mein Lieblingswitz. Okay. So. Das war ein guter Witz, halt eure Schnauze. So, also. Früher haben wir Labyrinth und Rätsel erschaffen, um Angriffe zu vereiteln. Aber jetzt ist es eher eine schlimme Tradition, kurvig und verwirrend aufzubauen. Also, du kannst keine 2 Meter laufen, ohne vom Kopf bis Fuß in Rätsel zu stecken. Er wird müde. Der Last Wave, ich komm gleich vorbei. Ja, weißt du, wie das auf die Stimme geht? Bist du deppert, der Metadon? Meine Stimme ist richtig am Arsch gerade. Das geht richtig auf die Stimme, der Met. Ich bin froh, dass er vorbei ist, der Metadon. Ich arbeite im Chor. Das Innere ist ein Labyrinth. Das ist halt... Streamen ist halt... Das klingt so blöd, aber Streamen... Ich bin immer so müde, weil ich 4 Stunden durchrede. Ich bin immer total müde nach Streamen. Immer. Und ich glaube, heute werde ich einschlafen danach. Ich arbeite im Chor. Das Innere ist ein Labyrinth und austauschbaren Teilen. Das bedeutet, wir können die Räume anordnen, wie es uns gefällt. Junge, heute war ein toller Tag. Ich liebe Rätsel. Ich bin hier der Comedian. Da bin ich auch. Ich bin sehr witzig. Die Leute lachen über meine Witze. Aber mein Sohn, er wollte genau wie... Den haben wir getroffen. Kennt ihr den? Das war ein Gegner. Den haben wir getroffen. Das war ein Gegner von ihm. Kennst du den? Der wollte auch Witze erzählen. Ein richtiger Wiener Witz, Himbeerchen. Mutzlet Grace, hallo mein Schatz. Schön, dass du da bist. Hallo. Sollst du dich deine Stimme schonen? Ja, sollte ich, aber... Na wohl, geht eigentlich. Stimmt, er sagte doch, als du gelacht hast, Vater hat dir Unrecht. So ist es. Genau.
Stimmt, das sagt er doch, genau. Amundsen, er wollte genauso wie sein Vater ein Comedian werden. Aber seine Witze, sie sind nicht witzig. Ah, deswegen haben wir gelacht und haben ihn besiegt. Er macht furchtbare Wortwitze. Er beschämt unsere Familie. Hahaha, das ist nicht witzig. Seit seine Mutter starb, konnte er einfach nicht mehr zu Hause leben. Oh, das ist voll traurig. Leute, sag mal, sind Drachen eigentlich traurig, weil sie keine Geburtstagskarte ausbusten können? Also, ist er weggerannt. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Ich bin ein furchtbarer Vater. Oh, wie traurig. Das ist nicht witzig. Oh. Was haben wir hier? Blub, blub. Sie müssen einen Tisch reservieren, um hier zu essen. Sie müssen ihren Stuhl, ihr Silberbesteck, ihr Essen, ihr... Okay. Was haben wir da? Ah, das ist das Hotel. Das ist ein toller Springbrunnen. Ah. Die entspannte Atmosphäre in diesem Hotel erfüllt dich mit Entschlossenheit. Stecken ab, meine Butzel. So, Hallo, El Barrow, wie geht's dir, mein Schatz? Schön, dass du da bist. Okay. Kann ich noch was machen? Ich wollte doch gerade daten. Die Tormkönig ist nicht mal erschienen. So frech ist die. So, Und Leute, was macht ihr denn gerade nebenbei? Was macht ihr gerade? Wer ist denn gerade im Daten? Es ist ein Auftrittsplan. Comedians Tänzer Sans ist im Moment ist eine Pause. Eine Fernsehsendung mit Methadon. Okay. Es ist eine Ruhmwand für das Essen. Sterbe ich. Hinreißender Stil und Duft. Mein Gesicht schmeckt toll. Das ist alles von Methadon. Okay. Wie machen wir da hinten in Nikita Robin? Als ich hierher kam, stellte ich fest, dass ich nicht reserviert hatte. Aber ich wollte mir nichts anmerken lassen, also ging ich weiter. Jetzt bleibt mir nur, Tau von diesem Benjamin zu essen. Er frisst die Blätter. Eine Topfpflanze. Sehr schön. Dark Souls 3, Kovalax, sehr gut. Spiel auf Ghost of Tsushima, sehr brav. Stardew Valley, Dark Souls 3. Stream schon, Tormkönig, du bist heute bist aber richtig süß zu mir. Date mit dem Geschirr. Die Miss Martin, die weiß halt, was eine Frau betitzt, ne? So. Nee, wir haben jetzt auch einen Haushaltsplan und ich muss immer Staubsaugen und die Küche muss ich machen. Die Fuchs ist Stream schon. Muss ich essen, da haben wir es doch. Was macht der Haukles? Essen für die Arbeit vorbereiten, also gleich. Haukles, was gibt's denn heute? Ha? Wenn ich beim Daten Putti schaue, läuft das Date wirklich schlecht. Nee, dann läuft's gut. Was glaubst du, den kennst du so Wahnsinn. Hallo, ich gucke tatsächlich nur deinen Sim und trinke näher bei mich. Mag ich, sehr gut. Und natürlich dich schon, das macht's mir leichter, Miss Martin, ich bin doch da. Ich lege Wäsche zusammen. Juleika, ich habe auch ein bisschen Wäsche noch übrig, gell? Du kannst dann vorbeikommen. Dieser Springbrunnen trägt eine Inschrift. Königlicher Gedenkbrunnen, gebaut 2000 Meter und letzte Woche gebaut. Okay. Jetzt weiß ich, woher mir der Grundriss bekannt vorkommt. Ich glaube, das hat... Genau, diese Map gibt es bei TTT. Stimmt, das ist eine TTT-Map. Stimmt, genau, ja. So, ich gehe mal in die enge Gasse. Morgen gibt's Halloumi-Sandwich und Porridge. Ich gehe mal da nach rechts, da hinten ist eine kleine... Da hinten ist... Die Fuchsi und die Taubenkönig sind da hinten. Da gehen wir gleich besuchen. Ah, oh, hey, schau dich um. Ja, schau dich um. Ich rede mal. Über euch zwei. Ich bin Bratti und das ist meine beste Freundin Katie, Taubi. Ich bin die Fuchsi und das ist meine beste Freundin Taubi. Was geht ab und so? Über eure Waren. Das Zeugs drinnen ist total krass teuer. Aber das Zeugs, das wir finden, ist total krass günstig. Du solltest einfach total krass zuschlagen. Herkunft der Ware. Ich meine, woher bekommt man Waffen oder Essen oder wir haben sie wohl gefunden? Ah, es ist guter Müll, es ist wirklich guter Müll. Herkunft des Mülls. Wo wir den Müll herbekommen? Na, im Schrottladen, wo denn sonst? Meistens im Wasserfall, ich habe eine Pistole in einer Mülltonne gefunden. Sehr gut, über Methadon. Oh mein Gott, Methadon. Lass mir denn was erzählen, der Methadon, was der für gemacht hat. Oh, Entschuldigung, falscher Stream. Es ist wie mein Roboterkarte, es ist wie meine Roboterkarte. Ich denke, wir werden ihn bald heiraten. Wir sind beide praktisch bereits mit dem verheiratet. Okay. Ja, naja, weißt du noch nicht. Herkunft von Methadon. Also, Dr. Elvis hat den Methadon gebaut, richtig? Das ist, was man so erzählt. Aber Methadon verhält sich immer, als wäre seine Konstruktion irgendwie seine Idee gewesen. Und selbst nachdem er gebaut wurde, verhält er sich, als wäre Alphys eine alte Freundin.
aber sie sind keine Freunde mehr. Ja, nicht wie ich und Betty. Taubi, beste Freundin für immer. Über Method und Alt? Oh mein Gott, also das haben wir schon gesehen. Okay, das haben wir schon gesehen. Haben wir schon gesehen, okay. Kann es sein, dass sie alle Method und süchtig, die lieben den alle. Oh, Putz ist so inbrünstig. Ey, Mist, Martin, da geht's mit mir durch manchmal, wenn ich so drin bin im Roleplay. Da geht's mit mir durch. So, aber warte mal. Okay, über Alphys. Hallo Putzi, Chrissy, hallo mein Gott, wie geht's dir? Oh mein Gott, Alphys, sie lebte mal in unserer Straße. Sie war eine große, wie eine große Schwester. Deine große Schwester auf Ausflüge zur Müllhalde mitnimmt. Sie hat uns die coolsten Orte zum Müllsammeln gezeigt. Sie hat immer diese komischen Cartoons gesammelt. Dann wurde sie die königliche Forscherin. Ja, wir haben sie schon ewig nicht mehr gesehen. Also Alphys hat immer gedacht, Asgore wäre super süß. Also ich bin mir sicher, sie hat Methodon gebaut, um mich total zu beeindrucken, ein Roboter mit einer Seele. Das ist wirklich super relevant für seine Hobbys. Nachdem Asgore Methodon sah, wollte er, dass sie all das Forschungszeug für ihn erledigt. Aber niemand hat bisher irgendwas von ihr gesehen. Oder zumindest sie. Sie muss wirklich den ganzen Tag im Labor bleiben. Sie lebt wie ein kleines Mädchen. Ja, genau wie wir. Über Asgore? Oh mein Gott. Oh, der Asgore. Er ist ein totaler Trottel. Er ist ein großartiger, pelziger Doofkopf. Ich liebe diesen Typen. Er ist irgendwie so nett. Gott, wir sind irgendwie so halb auf die Zerstörung der Menschheit. Oh, richtig geil. So halb auf die Zerstörung. Oh, toll, da freue ich mich auch drauf. Super, okay. Was haben wir denn, Ladies? Was haben wir denn im Angebot? Junkfood, herrlich. Kommt man doch gleich ein. Habt ihr auch ein Wildfood oder wie? Na, okay, oh, kommen wir doch. Na klar. Eine leere Pistole, haben wir was für. Haben wir was Verteidigung? Mystery Key zu einem unbekannten Haus. Nur Synchronsprecher werden, ich glaube nicht. Hallo Chrissy, mir geht's wunderbar. Sollen wir das kaufen? Lohnt sich das, Chat? Miss Tannitzer kaufen. Das kostet 600 Gold, Chat, gell? Ja, zu einem unbekannten Haus, lol. Sollen wir das kaufen oder nicht? Leute, weil ich weiß halt nicht, das ist halt... 600 Gold ist halt schweineteuer, ne? 600 Gold ist viel zu teuer. Das, ich weiß es nicht. Deswegen ist das für ein Sieg... Ich habe keine Ahnung. Vielleicht weiß es ja wer. Vielleicht lohnt sich's neben dem Geist. Oh, das könnte sein. Weiß es wer? Nee. War nicht ins Not in den Haus abgesperrt. Aber lohnt, aber vielleicht ist es das wert? Niki Ghoul. Ah, die ist nicht da wahrscheinlich. Also, wenn es sich lohnt, würde ich es kaufen. Bisschen Nervenkitzel. Ja, es lohnt sich. Freaky, bist du sicher oder willst du jetzt... Was, wirklich jetzt? K-Tart, vielen Dank für den Follow. Leute, lohnt sich wirklich? Weiß das wer und kann es beschädigen? Hast du genug Geld? Ich weiß ja nicht, vielleicht brauche ich es ja noch. Gib ein bisschen Lore. Ja, dann kaufen wir doch. Wenn die Leute sagen, kaufen wir, dann kaufen wir es. Betty, wir werden reich sein. Okay, dann, okay, ich habe es einfach gegönnt. Na, so. Würde ich lieber im Genozidrun kaufen. Habe jetzt gekauft. So, ist schon fertig. Hab gekauft, ist mir egal, wir gehen. Old Soul Jules, mein Schatz. Danke fürs dabei sein. Ich hoffe, dir geht's gut. Leute, wir gehen jetzt. Okay. So, wir sind jetzt in der Seite. Old Soul Jules, danke für die Wunde. Vielen Dank, mein Schatz. Dankeschön. Dankeschön. Okay, Leute, wir sprechen ab. Die entspannte Atmosphäre des Hotels finde ich mit dem Schloss. Okay. Leute, ich glaube aber, es ist schon. Ich habe schon ein bisschen Kopfschmerzen von dem ganzen Synchronsprecher, wenn ich ehrlich bin. Dieser Aufzug führt direkt in die Hauptstadt ab. Er ist ausgefallen. Das Hotel gibt sein Bestes, alle unterzubrechen, die hier festhalten. Ja, ich werde heute nicht zu Hause sein. Ich denke, in meinem Schatzhort liegt noch kalte Pizza zum Aufwärmen. Okay, was haben wir dann? Da gehen wir da rüber. Als Schleim bin ich empört. Okay. Kann ich den Lift? Der Aufzug wird benutzt. Okay, dann kann ich da nicht rein. Was haben wir da? Oh, das ist, bei dem alles so teuer sein soll. Willkommen im MTT Burgerhaus. Zu Hause des Glamburgers. Wir lassen den ganzen Tag glänzen. Ich rede mal mit ihm. Tut mir leid, haha. Es ist gegen die Regel, mit Kunden zu reden, die nichts zu kaufen haben. Dann kaufe ich halt. Einen. Was kaufe ich? 500 G Steak in Form von Metaton-Gesicht. Oh Gott, was kaufe ich? Pizza muss heiß sein. So ist es. Halt, Simon. Ne, 120 Gold. Oh Gott, okay. Leute, soll ich es kaufen? Soll ich mal ein bisschen gönnen? Komm, wir gönnen. G steht für gönnen. Bisschen Support.
Oh, danke schön. Haben wir einen super duper Tag. What the fuck? Kaufen? Nein. Willst du es oder nicht? Okay, was kann ich jetzt mit ihm reden? Der Kunde ist König. Reden. Was? Warum möchtest du mit mir reden? Ich bekomme Ärger, wenn ich zu kundenfreundlich werde. Entschuldige. Also, ich wollte mal ein Schauspieler werden. Oh, okay. Okay, verstehe. Lebensweisheiten. Ich komme langsam mit dir, also lass mich gerne dran schlagen. Ein kleiner Kumpel. Du hast doch Zeit, lebe nicht wie ich. Ich bin 19 Jahre alt und habe schon mein ganzes Leben verschwendet. Okay. Liebes Ratschlag. Hör zu, ich mag dich, kleiner Kumpel. Also bewahre ich dich vor einer Menge Ärger. Mache niemals etwas mit attraktiven Leuten. Solange du keiner von ihnen bist, werden sie nur versuchen, einen Vorteil aus dir zu ziehen. Zum Beispiel, als diese beiden Weiber mich gefragt haben, ob ich ihnen ein paar Glamburger bringen kann. Und ich sagte als naiver Jugendlicher natürlich ja zu ihnen. Schlechte Idee. Okay, was hat er dann gemacht? Ich bin also zu dieser Gasse gegangen, um diese beiden Frauen zu sehen. Und du weißt schon. Sehen, als sehe, was wäre nächstes passiert. Sah mich mein Chef und fragte, was ich gerade mache. Ich habe mich so erschrocken, dass die Hamburger aus meinen Taschen auf den Boden fielen. Da ich nicht mehr mein Gesicht von ihnen wollte, habe ich sie schnell versucht aufzuheben. Aber als ich darum mich herunterlegte, hat das Gewicht der restlichen Hamburger dafür gesorgt, dass meine Hose runterrutschte. Die Frauen lachten mich aus. Jetzt nennt mich jeder Burger Pants. Oh no! Ihr habt ihn ausgelacht! Ah! Was raucht er da wohl? Als ich das erste Mal in Hotdog ankam, war es mein Traum, mit Methadon zu arbeiten. Naja, sei mit deinen Wünschen vorsichtig, kleiner Kumpel! Oh Gott, du hast dich irgendwann einmal herumgesehen. Dieser Ort ist ein Labyrinth aus schlechten Entscheidungen. Und jedes Mal, wenn jemand etwas zum Besseren wenden möchte, widerspricht er und sagt, das ist nicht so, wie man das an der Oberfläche macht. Oh, richtig. Menschen essen immer Hamburger aus Paletten und Kleber bestehen. Warum finden die Leute ihn nur so attraktiv? Er ist wohl wirklich nur ein verdammtes Richtig. Weißt du, ich habe einmal einen dieser Kits online bestellt, um mich rechteckiger zu machen. Sie funktionieren nicht. Deine Zukunft. Zukunft? Welche Zukunft? Nicht hier und wird sich jemand ändern. Ich würde vermutlich immer diesen blöden Arbeitsplatz gefangen sein. Aber warte, es gibt eine Sache, die ich mich vorantreibt. Wenn Asgore nur eine weitere Seele enthält, kommen wir endlich an die Oberfläche. Es wird eine völlig neue Welt sein. Da draußen muss eine zweite Chance für mich geben. Also bleib stark, kleiner Kumpel. Wenn ich groß rauskomme, werde ich an dich denken. So ist es. So ist es, wenn ich groß rauskomme, ich denke an euch alle. Ich küsse euch nach wie vor. Okay, also. Haben wir gut gemacht. Haben wir gut gemacht. Bisschen Geschichte erfahren. Jederzeit. Geiler Kumpel. Okay, haben wir gut gemacht. Bisschen Story erfahren. Geküsst haben wir uns auch. So. Danach sind Kapuzenstiefel in der Rippe. Ja, sind's auch. Also, ich muss wirklich aufpassen. Ich glaube, ich habe gerade überspannt heute. Pokédoffla Lobajans. Schön, dass du da. Warte, ich würde jetzt mal sagen, lass dann langsam hier beenden, würde ich sagen. Ha? Ich gehe nochmal. Ja, das machen wir nächstes Stream, oder? Wir gehen. Warte mal. Oha! Thema Service, haben Sie meinen Meerestee? Ja. Oder auch nicht. Okay. Okay. Von innen verschlossen. Okay. Oha! Thema Service, haben Sie meinen Zimthasen? Natürlich. Oder auch nicht, hä? Muss ich was bringen? Oh, du hörst ein Gescharre. Scheint, als könntest du etwas unter die Tür legen. Was soll ich legen? Ey, Suralab, danke fürs Dabeisein. Der Mann hat gesagt, wir sollen nichts mit attraktiven Leuten machen, müssen wir nicht. Oh, danke, Shepard. Du willst doch geküsst werden, oder wie, ja? Was, sag mal, du legst Hundereste vor die Tür. Sie schlittern unter die Tür, wie von einem Magneten angezogen. Zoom, sie kommen wieder mit Mopsgeschwindigkeit zurück. Okay, hat nichts gebracht. Putz ist der Zimthase, Tabea. Oh, er schleimt sich selber bis an den Arbeitsplatz voll. Oh. Es kann nicht trocken werden, es kann nicht sauber werden. Oh, ist das süß.
Bist du unser Zimt? Der bin ich. Miss Martin, der bin ich. Na klar. Er scheint beschäftigt zu sein. Oh, er tut... Oh, er ist so süß. Ah. Geh mal an die untere Wand, so weit wie möglich nach rechts, wie es geht. Nach rechts? Niki, darum ich danke fürs dabei sein. Wo bin ich denn da? Willst du zeichnen lernen, besuche unsere Kurse, Kunstkurse im zweiten Stock. An einem ähnlichen Ort situiert. Da war ich ja noch nie. Hä? Was kann ich da machen? Das habe ich noch nie, das kenne ich gar nicht. Okay, meine Putzels aber. Ich glaube, ich mache jetzt, weil ich habe echt gerade Kopfschmerzen bekommen durch meine Voice-Acting-Skills. Ne? Vielen Dank, meine Unterschriften für meine kleinen Putzels. Hallo, Zwielichtbecher, schön, dass du da bist. Das kenne ich gar nicht, Niki, cool. Six ist da, so da fährt man Sachen. Ne? Meine Putzels, wir spielen dieses Spiel nächste Woche am Sonntag natürlich weiter. Ich weiß gar nicht, wie viel wir noch vor uns haben. Vielleicht noch 2 Streams, würde ich sagen. 1-2 Streams, glaube ich. Aber der nächste Stream ist sowieso am Dienstag Horror-Stream. Am Dienstag, meine Schätzels, ne?